Hallo, meine Lieben, mal ein Livestream am Nachmittag. Hört man mich? Nochmal, hallo, meine Lieben, ein Livestream erstmals am Nachmittag. Ich glaube, ich hatte ihn noch nie am Nachmittag gemacht. Ich bin jetzt ganz alleine. Ihr seid wahrscheinlich irgendwo unterwegs und nützt das schöne Wetter. Bei uns ist es auch wunderschöner Sonnenschein und ich wollte mit euch nochmal drüber sprechen. Oh, weia, der Poltergeist ist wieder da. Ich habe gerade was gehört. Ich wollte mit euch über Gefühle nochmal sprechen. Das ist ja so unser Themenblock jetzt gewesen. Auch mit dem Dr. Pass, meinem vormaligen Psychoanalytiker in der Hängematte, geht es um Gefühle. Das wird aber erst, also hochgeladen habe ich schon das Video, aber das wird erst, ich glaube, nächstes Wochenende oder so online sein, veröffentlicht. Tim ist da. Hey, Grenzgängerin Daniela Franke. Jetzt bin ich nicht mehr allein. Trotz früher Stunde, ne, für unsere Verhältnisse, weil wir meistens erst ganz spät gestreamt haben. Ich dachte mir mal, das geht sich für mich jetzt besser aus und außerdem wollte ich es mal ausprobieren. Daniela Franke habe ich schon erwähnt, du weißt schon wer. Ja, ich bin immer für Überraschungen gut, du weißt schon wer. Eine von Millionen, jetzt krieg ich es nicht mal raus, ich muss über mich selber lachen. Das ist übrigens das Beste, wenn man über sich selber lachen kann. Eine von Millionen Seelen wollte ich natürlich sagen. Janine Lisa Burenane. Ach Gott, wenn ich doch endlich mal wüsste, wie man die Namen ausspricht, spricht. Burenane oder Burenan, also irgendwie französisch oder anders, keine Ahnung, aber Lisa. Jasmin Panda, hallo, ich und Kreativ sind noch am Telefon. Hey? Ach, ihr telefoniert gerade oder was? Oder habe ich das jetzt richtig verstanden? Geht's gut? Hallo, ihr Lieben. Hallo, Monika. Hallo. Kreativ ist da. Sarah Halina 01. Huhu, schönen Tag, ihr Lieben. Sagst du? Das Glückskind. Ursula Schreiber. Zelinka. Sophie 28. Ticker. Habt ihr denn alle nichts zu tun? Als hier auf dem Livestream zu sein. Nein, ich freue mich natürlich mega. Ich habe heute mal so einen richtig gechillten Sonntag, hatte ich schon echt lange nicht mehr. Einen absolut fast nahezu therapiefreien Sonntag. Nur ganz wenige Therapiesitzungen heute. Sonst habe ich es eigentlich immer in letzter Zeit so gehalten, dass ich auch Sonntagstherapien hielt. Das klingt fast so wie ein Gottesdienst. Ich hielt Therapien ab, wollte ich sagen. So, Stefanie Gulde, Hallihallo. Ursula Schreiber habe ich schon begrüßt. Wenn ich jemand überlese, nein, dann ist es keine böse Absicht. Anni F, moin. Igelchen 368, hallo. Monika habe gerade Igelchen angemalt und telefoniert. Ach, kreativ ist das süß. Igelchen angemalt. Lebendige? Haben die sich anmalen lassen? Okay, man muss auch lachen manchmal, ne? Irgendjemand hat in die Kommentare unter das Psychoanalytiker-Video geschrieben, dass der Herr Dr. Pass so viel lacht und kichert. Das war immer schon so gewesen. Manche haben sogar vermutet, er hätte Alkohol getrunken. Nein, hat er bestimmt nicht. Also ich habe jetzt keinen Alkomat-Test veranstaltet, bevor ich ihn in die Hängematte ließ. Aber Scherz, ne? Das war jetzt echt wieder einer meiner derben österreichischen Scherze. Nein, um Gottes Willen, das ist seine Art. Ich kenne ihn ja lang genug, selbst als ich noch bei ihm in Psychoanalyse gewesen war, beim lieben Herrn Dr. Pass, war das so gewesen, dass mir immer schon auffiel und auch im Vorgespräch, man hat ja, bevor man zu jemand in Therapie und auch in Lehrtherapie geht, klarerweise ein normales Vorgespräch, wo man natürlich noch nicht auf der analytischen Couch liegt, sondern einfach auf Augenhöhe miteinander, auf zwei Stühlen sitzend, spricht. Und da war mir schon aufgefallen, dass er immer so ein Lächeln hatte, fast so wie der Dalai Lama, nur halt auf NRW, um es kurz zu machen, Art, ne? NRW-Style von Dalai Lama, würde ich sagen. Also er hat immer so geschmunzelt, ne? Zuerst fühlte ich mich fast ein bisschen verarscht damals vor über 22 Jahren. Nee, nicht 22 Jahren, das muss 25, nee, das muss 26 Jahre her sein, war am Beginn der Analyse, es war ja dann noch länger, ne? Aufgehört hat es vor 22 Jahren die Psychoanalyse von mir, wo ich sicher viel von ihm gelernt habe, aber auch nicht alles, ne? Das war auch so ein Entwicklungsschritt, das möchte ich schon auch betonen. Also es ist jetzt nicht der Weisheit letzter Schluss in Psychoanalyse oder überhaupt in Psychotherapie zu gehen, sondern es ist so wie ein Wegstück, dass du halt gemeinsam mit deinem Guide gehst.
Wie auch immer, jedenfalls das Lachen, das Kichern, das fiel mir schon damals beim auf. Und wie gesagt, zuerst fühlte ich mich fast ein bisschen verarscht, weil ich diese Art eben nicht zuordnen konnte. Jo, und dann habe ich ihn eben als äußerst positiven, optimistischen, freundlichen Menschen jetzt erst kennengelernt, denn damals war er analytisch abstinent gewesen und hatte mir so sein Wesen nicht so gezeigt. Da war ich eben oft fast ein bisschen provoziert durch dieses Lachen, ja. Deswegen, man muss immer einen Menschen länger kennen, in seiner Geschichte, in seiner Art kennenlernen, bevor man ihn in eine Ecke stellt. Und man sollte eigentlich Menschen nie in eine Ecke stellen. Denn Menschen sind lebendige Wesen, können sich auch mal verändern. Vielleicht kennst du nur einen Aspekt einer Person. Kann auch sein, dass du auf jemanden reinfällst, ne? Auf einen Narzissten, der sich tarnt und total liebevoll ist. Narzissten machen ja auch oft Love-Bombing und das sind wir. Nicht, dass du denkst, ich bin nicht bei unserem heutigen Thema Gefühle und rankommen an Gefühle. Sind wir auch schon beim Thema Gefühle? Denn dieses Love-Bombing, das viele Narzissten am Anfang machen, ich will auch narzisstische Menschen nicht abwerten, wenn ich sage Narzissten, aber einfach um es kurz zu machen, sage ich halt Narzissten, also einfach diese unreflektierten, eigentlich unter Minderwertigkeitsgefühlen leidenden und sehr despotischen, also tyrannischen Menschen. Vielleicht hast du schon mal so einen Menschen in deiner Nähe als narzisstischen Menschen identifizieren können, ja, und hast gemerkt, dass dieser Charme, den manche von denen haben, eben rein manipulativ ist, also dass das nur dann an den Tag gelegt wird, wenn die was von dir wollen, wenn die dich irgendwie manipulieren oder für sich haben wollen, dass das dann sehr schnell wie so ein Kippschalter kippen kann und dass aus den Liebeserklärungen einer narzisstischen Persönlichkeit sehr schnell auch absolute Ignoranz und Ghosting werden kann. Wenn ich eh schon auf dem Geisterstuhl sitze, ihr könnt euch erinnern, ne, der hat es so gemacht, als ich mal aus dem Bild trat, ja. Also das kann sehr schnell kippen, nicht nur bei narzisstischen Menschen, sondern das kann überhaupt bei Menschen mit Stimmungsschwankungen auch sehr schnell kippen. Die Gefühlslage, in der sie sind. Es kann sein, dass sie sich gerade noch gut fühlten. Das betrifft eigentlich alle Menschen, egal ob sie narzisstische Persönlichkeitszüge haben oder nicht. Und da möchte ich noch hinzufügen, jeder Mensch hat narzisstische Persönlichkeitszüge. Du auch. Ja, und du und du und du und du und ich auch. Jeder. Also narzisstische Persönlichkeitszüge zu haben, ist sogar völlig normal und wichtig, weil du könntest dich sonst nie durchsetzen. Ja, du könntest dich nie wichtig nehmen, du könntest nie dich in Selbstfürsorge üben und du könntest nie für dich einstehen, wenn du nicht auch einen gesunden Narzissmus hättest. So, nun aber wirklich genug des Prologes, also der einführenden Worte. Nun zu euch, meine Lieben. Wie geht es euch? Fragt Daniela Franke. Ja, das darf ich gleich zurückgeben. Wie geht's euch denn? Monika, wie wird man hier in Österreich am besten Skills-Trainer? Geht das nur über die, was? Grenzgängerin? Skills-Trainer. Also es gibt so viele Zusatzausbildungen oder also Sozial- und Lebensberater, da brauchst du 2 Jahre für die Ausbildung. Zumindest ist es in Österreich so. Es gibt viele Menschen, viele, viele, viele Menschen, die zum Beispiel überhaupt keinen Unterschied merken zwischen Psychotherapeut, Psychologe, Skills-Trainer, Energetiker, Sozial- und Lebensberater. Für die ist das alles so, diese beraterische, diese Esoterik, diese, keine Ahnung, nicht wissenschaftliche Ecke, was auch ein völliger Blödsinn ist, weil Psychotherapie, da gibt es ja auch die Psychotherapie-Wissenschaften, ist ja wissenschaftlich fundiert, aber egal, ich will hier kein Plädoyer für die Psychotherapie halten. Wir wollen hier über Gefühle reden. Wie geht's dir mit deinen Gefühlen? Kommst du locker an deine Gefühle ran? Soll heißen, wie merkst du das, ob du locker, lässig an deine Gefühle rankommst? Ich meine jetzt ohne Probleme. Fällt es dir leicht, zum Beispiel Trauer auszudrücken? Oder fällt es dir leicht, auch Lebensfreude auszudrücken? Also zu spüren, jetzt bin ich happy. Oder zu spüren, jetzt bin ich begeistert von etwas. Oder zu spüren, jetzt bin ich zutiefst getroffen, enttäuscht. Oder ist es eher so, wie wenn du eine Rüstung anhättest, alles prallt an dir ab? Oder andere Möglichkeit, du weißt vom Kopf her, eigentlich müsste ich jetzt so und so empfinden, aber ich spüre nichts. Ja, das ist die Frage, ne? Und ich habe ja im gestrigen Video aus dem Auto, aus der Parklücke, ja auch so ein Motivationsspeech gemacht, wo ich versucht habe, die aufzudröseln, also auseinanderzunehmen, wie so ein Puzzle, das man auseinandernimmt und sagt, da ist dieses Teilchen, da ist dieses Teilchen und insgesamt ergibt das das gewünschte Bild.
wollte ich dir irgendwie klar machen, was es braucht, um an seine Gefühle wieder ranzukommen, wenn man diesen Zugang verloren hat, wenn sozusagen dieser Zugang verstopft ist, verstellt ist, blockiert ist, ja, dann hat es meistens mit Angst zu tun und hat auch oft mit Trauma zu tun, weil wenn wir die Erfahrung machen, dass unsere Gefühle uns schwächen, beziehungsweise dass unsere Gefühle uns zutiefst erschüttern, überschwemmen, überfluten und wir dann uns sowas von ohnmächtig und fast schon, ja, ich sag's so, wie es ist, vernichtet fühlen, dann bauen wir natürlich unbewusst automatisch einen Schutzwall auf, so eine Rüstung, wo wir vielleicht gar nichts mehr spüren, wo wir fast erstarrt und eingemauert sind und wundern uns dann vielleicht, ja, wieso empfinde ich nichts mehr, bin ich jetzt komplett abgestumpft, verroht? Das kann natürlich auch noch eine Möglichkeit sein, dass man so sehr im Kopf ist, weil das dieses auf Nummer sicher gehen ist, im Sinne von, ich habe meine Gefühle irgendwann zugedreht, abgedreht, weil sie mir kein Glück brachten, sondern mich immer nur fertig gemacht haben. Und seitdem empfinde ich nichts mehr und bin fast wie innerlich versteinert. Das kann eben auch sein, ne? Also ich habe jetzt schon ein paar Möglichkeiten aufgezählt, was passiert sein kann. Oft ist es eben traumatisch bedingt, Trauma, griechisch Wunde, Verletzung. Für alle, die es noch nicht wissen, sage ich eigentlich in fast jedem Video von mir, dass das eben nichts anderes heißt als Wunde. Wunde. Weh, wie Burkholly. Wunde. Ein Trauma ist eine Wunde. Und das ist nichts, was nicht heilen kann, so wie der Name schon sagt. Im Übrigen mache ich jetzt die Balkontür etwas zu, damit die Leute unten drunten nicht alles mithören müssen. So, bin gleich wieder da. Bitte behaltet den Stuhl im Auge, ob er sich bewegt, wenn ich weg bin. Nee, ein bisschen muss ich schon. Einen Spalt muss ich offen haben, dass hier Frischluft reinziehen kann, ne? So, Josephine Wiel. Hallo, ihr Lieben. Ich hoffe, ich habe nicht so viel verpasst. Hast du gar nicht. Ich habe nur so allgemein darüber gesprochen, Josephine, was passiert sein kann, wenn Personen, wenn Menschen Probleme haben, an ihre eigenen Gefühle ranzukommen. Denn es hört sich ja eigentlich bescheuert an, dieser Titel des Livestreams. Wie kommst du an deine Gefühle ran? An die eigenen Gefühle geht's noch, da kommt man doch immer ran, ne? Wird man sich denken. Ist aber leider nicht so, ne? Es kann auch sein, dass man so im Schock ist, ja, im Schock, dass man, jetzt hätte ich beinahe gesagt, wie tot ist, ja? Also, ja, ist auch so, dass man so erschlagen ist und so erstarrt ist im Schock über eine Trennung, über den Verlust des Arbeitsplatzes, über eine Übergriffigkeit, über eben in Klammer traumatische Ereignisse, dass null Reaktion ist, null Gefühlsreaktion und man dann versehentlich meint, ich habe keine Gefühle mehr, ne? Ist aber nicht so. Natürlich hast du Gefühle. Jeder Mensch hat Gefühle, auch wenn er völlig gefühlskalt und starr wirkt, was auch noch sein kann, eine weitere Möglichkeit, die mir gerade einschießt und die ganz, ganz wichtig ist. Es kann auch sein, dass jemand seine Gefühle gar nicht mehr gewöhnt ist, weil er schon in früher Kindheit die Gefühle abwehren musste. Sonst wäre er, ich sag's jetzt mal so salopp, wie man es eigentlich normalerweise nicht sagt, weil er sonst kaputt gegangen wäre. Also im Sinne von, wenn ein Kind nie die Erfahrung machen kann, dass es in den Arm genommen wird, wenn es traurig ist, oder dass es auf Verständnis in seiner Umgebung, in seinem familiären Bezugssystem trifft, wenn es sich wehgetan hat oder wenn es wo gescheitert ist, sondern wenn immer nur draufgetreten wird oder die Person komplett nach ihrer Leistung beurteilt wurde und gerade so das Gefühl hatte, ich habe eine Daseinsberechtigung, wenn ich was leiste und wenn ich nichts leiste, bin ich ein Nichts und ein Niemand. Wie soll denn diese Person jemals gelernt haben, zu ihren Gefühlen zu stehen, beziehungsweise sich überhaupt die Erlaubnis zu geben? Da sind wir bei der Erlaubnis, in der ich im gestrigen Motivationsspeech, Speech, du weißt, was ich meine, gesprochen habe. Wie soll so eine Person, so ein Mensch sich dann einfach so die Erlaubnis geben können, dann habe ich halt meine Gefühle und ich zeige es dir halt mal unmittelbar. Jetzt geht mir was, gerade was an der Hutschnur vorbei oder jetzt zeige ich einfach, dass ich wütend bin oder ich zeige meine Enttäuschung. Nein, das sind dann natürlich in aller Regel Menschen, die komplett angepasst sind, weil sie ja nie durften, sie durften nie Gefühle zeigen und dann wurde es ihnen förmlich abtrainiert und bei uns Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten sitzen dann vielleicht, wenn sie überhaupt dahin gehen, weil das ist zweifelhaft, ob sie überhaupt diesen
Impuls haben, sich Gefühle jemals erlauben zu können, zu wollen. Im besten Falle kommen die dann zu einem Psychologen, zu einem Psychotherapeuten und sagen, ich spüre meine Gefühle nicht, ich weiß nicht, was los ist, ich schaffe es nicht, Gefühle zu zeigen, zuzulassen und ich habe schon so einen inneren Druck und es ist schon alles so verhärtet. Ja, dann kommen die und holen sich Hilfe und das ist dann leider Gottes kein kurzer, sondern, aber das, es gibt ihnen den Prozess, den Entwicklungsprozess, wieder an seine Gefühle ranzukommen, aber eben leider kein kurzer Prozess, dass man einfach einen Zauberstab hernimmt und sagt, so, ich hauche ihnen wieder ihre Gefühle ein und diese Fähigkeit, sie zuzulassen und sie nach außen zu zeigen, sondern es ist ein langwieriger Prozess des Nachreifens, wo die Person dann in der Beziehung zu ihrem Therapeuten erfährt, also erfährt, meine ich jetzt die Erfahrung macht, nicht erfährt über den Kopf her, dass der es ihm sagt oder die Therapeutin es mitteilt, sondern die Erfahrung muss wieder und wieder und wieder, darum dauert Psychotherapie in aller Regel ziemlich lang, die Erfahrung muss wieder und wieder gemacht werden. Ich darf lachen, ich darf weinen, ich darf da sein, ich darf auch kalt sein, ich werde trotzdem nicht rausgeschmissen. Da ist jemand, der hört mir zu mit dem, nach Paul Pass gesprochen, dritten Ohr, ne? Oder guckt auf mich, nach unserer Zuschauerin, die das in den Kommentar geschrieben hat, mit dem dritten Auge oder so, ne? Also, dass man einfach diese Aufmerksamkeit und Wertschätzung kriegt und auch wieder seine Gefühle erstmal sich erlaubt, dann spürt und dann nach außen zeigen kann. Aber das ist echt ein Entwicklungsprozess. Also man kann nicht erwarten, dass das dann so einfach so sofort funktioniert, wenn man es nie durfte. Man hat ja dann eine regelrechte Blockade und eine Angst davor. So, Sommerregen, Julia. Ich habe in meiner Kindheit darauf hingearbeitet, meine Gefühle, Moment, wo bist du jetzt hin? Meine Gefühle nicht mehr zu spüren und unverletzbar zu werden. Genau das ist es, Tika, was ich jetzt versucht habe zu beschreiben. Genau das ist es. Genau das. Und du bist damit nicht allein. Also es gibt viele Menschen, natürlich kommen viele davon, von ihnen zu mir in die Praxis und auch in andere Psychotherapiepraxen, nehme ich mal an. Es gibt viele Menschen, denen es so geht, ne? Jetzt gucke ich mal, wenn ich hier die Lampe anmache, die ich mir extra auf eine Empfehlung von einer Zuschauerin, also einer von euch, gekauft habe, wenn ich die anmache, ob dann das besser aussieht oder schlechter. Moment. Aha, gut, geht gar nicht. Mal gucken. Aber irgendwie, so, schlechter, oder? Schlechter, besser, schlechter, oder? Moment. So besser? Nein. Oder? Das ist dann eher überbelichtet. Ich habe da echtes Equipment. Dann bringt es nichts. Nee, so sieht es überhaupt nicht gut aus. Spukzeit. Gespensterstunde mit Monika. Nein, also, aber jetzt sehe ich ja noch weißer aus. Das hat wohl damit zu tun. Gut, also mit oder ohne Lampe? So besser? Nein, schlechter, oder? Gebt ihr mir mal kurz Bescheid? Muss man die Lampe nicht vor sich stellen? Was heißt vor sich? So? Meinst du so? So? So besser? Achso, hinter die Kamera. Okay. Ja. Ich bin nicht Christoph. Der kannte sich gut damit aus. Oh Gott, jetzt ist wieder das Kabel zu kurz. Gucken wir mal. So, jetzt ist die Lampe aber hinter der Kamera. Wie sieht es jetzt aus? Bewegt sich der Stuhl? Alles gut? Mir kommt es irgendwie vor, als wäre es Abend, ne? Weil ich sonst immer nur abends gestreamt habe. Wie sieht es jetzt aus? Ja, besser, sagt Collective Moments. Ich kann keinen Unterschied merken, aber egal, wenn ihr sagt besser, ist besser, ne? Oder? Ich hätte ja auch eine Kamera, aber da ist wieder das Mikro dran und da haben sich dann einige beschwert, dass es so knackt. Offensichtlich ist der Eduard Käseberg, dieser Diplompsychologe, dessen Kanal ich neulich entdeckt habe. Jetzt hat er wieder einen neuen, der wurde ja gelöscht. Jedenfalls, der spricht immer vom letzten Knack oder Knick oder so. Ich glaube, der hat immer so psychotische, akustische Phänomene, beziehungsweise darf man ja nicht sagen, dass das Psychotische ist. Ich kenne ihn nicht. Vielleicht ist es auch wirklich eine Eingebung. Egal. Jedenfalls spricht er immer vom letzten Knack, glaube ich. Und ja. Janine, du weißt schon wer? Schienenbussprint ist auch da. Andrea? So, habt ihr Fragen zu Gefühlen?
An mich. Oder an euch. Untereinander. Wir reden über Gefühle heute. Und ich habe eigentlich eh schon einen kleinen Vortrag oder eine kleine, einen Vortrag gehalten und eine Erläuterung gegeben, warum es so schwierig ist, Gefühle zuzulassen. Das kann eben traumatisch bedingt sein, kann aus der Kindheit kommen. Wie vieles? Das meiste kommt aus der Kindheit. Warum kommt das meiste aus der Kindheit? Weil wir natürlich durch die ersten Erfahrungen sehr stark geprägt sind. Man lernt ja mit jeder Erfahrung etwas, ne? Und wenn man die Erfahrung macht, okay, es ist besser, die Lampe hinter die Kamera zu stellen, dann weiß man das fürs nächste Mal. Und genauso wie es hier eine Lernerfahrung ist, ist es auch bei unserem Verhalten und Denken eine Lernerfahrung. Wenn wir die Erfahrung machen, dass wir, wenn wir Gefühle zeigen, unerwünscht sind, dass wir dann eine geschnalzt kriegen oder dass wir rausgeschickt werden von unseren Eltern zum Beispiel. Nun na, dann haben wir später Schwierigkeiten, Gefühle zu zeigen. Ist ja logisch, ne? Nur als Beispiel. Monika, meidest du auch bestimmte Gefühle? Ob ich bestimmte Gefühle meide? Nein, ich meide keine bestimmten Gefühle. Ich muss natürlich als Mensch, aber auch als Psychotherapeutin jemand sein, der keine Angst vor Gefühlen hat, sonst wäre ich deplatziert in meinem Job, ne? Wenn ich selber Gefühle meiden würde, ich verstehe jetzt die Frage nicht ganz, ob du meinst bei mir oder bei anderen, ob ich die Klienten danach auswähle, welche Gefühle sie mir zeigen, oder ich habe die Frage nicht ganz verstanden. Vielleicht kannst du die nochmal etwas genauer, präziser formulieren. Monika, kann es normal sein, wenn komplett die Stimmung, Janine hat mich gefragt, Moment, ohne für mich direkt erkennbaren Anlass, direkt von glücklich in traurig wechselt, oder liegt das, oder liegt da was im Argen? Naja, so Stimmungsschwankungen hat man halt, ja. Aber wie schnell man sie hat, hat auch etwas damit zu tun, mit dem, was ich immer als Resilienz bezeichne. Das ist dieser allgemeine Begriff für die Fähigkeit, Störendes abzufedern. Und Störendes kann sein auch so ein Stimmungsumschwung. Die Frage ist, ob, wenn deine Stimmung knickt, das für dich dann eine Katastrophe ist und du dann gleich am Boden liegst innerlich, oder ob du dir sagst, okay, das ist so, wie wenn plötzlich die Wolken aufziehen am Himmel und es sieht nach Regen aus, aber die Wolken verziehen sich eben so schnell wieder. Also du nimmst es dann nicht so schwer, ne? Weil wenn man auf so eine Stimmungsschwankung sofort einsteigt und sich dann ganzheitlich, also auch körperlich schlecht fühlt, hat das natürlich viel mehr Auswirkungen und Macht, als wenn man das abfedern kann mit einer resilienteren Art. Resilienz heißt nichts anderes. Das ist eben dieser Fachbegriff für die Fähigkeit, situationselastisch zu sein, sagen wir mal so, mit Krisen, mit Veränderungen umzugehen. Ehrlich gesagt blendet mich die Vovo-Lampe. Radikallösung. Ich glaube nicht, dass es so viel schlechter ohne die Lampe ist. Ich glaube, die Lampe ist eher, wenn es wirklich finster ist, damit es nicht flimmert. Und jetzt ist ja nicht finster und deswegen flimmert es auch nicht. Simone S., ich würde nicht sagen, dass ich nichts fühle, aber es fällt mir schwer, meine Gefühle zu zeigen oder zu benennen. Genau. Simone, das ist auch ein super Stichwort, das du mir gibst. Es geht ja nicht nur darum, oft Schwierigkeiten zu haben, überhaupt Gefühle zu fühlen, sondern es ist oft noch viel schwieriger, sie zu benennen. Also zu sagen, jetzt zum Beispiel in einer Psychotherapie-Sitzung oder auch wenn dich eine Freundin fragt, wie geht's dir, dann ist es oft eine extrem unangenehme Frage, weil man gar keine Antwort hat. Geht es dir manchmal auch so? Schlammsee 2. Schlammsee, das klingt so nach Schlumpfhausen. Finde ich super. Ich habe immer früher so gern Schlümpfe geguckt mit meinem Sohn. Jetzt gut, Monika, ich zerdenke momentan positive Ereignisse, positives Feedback. Warum machst du das? Also nicht, dass du es jetzt absichtlich machst, dass ich dir das unterstelle, aber irgendeinen Gewinn hat man meistens, den man vielleicht gar nicht so benennen kann, aber vielleicht ist es auch nur, seinen Masochismus zu nähern oder auch, dass man Sicherheit sucht, indem man alles in diese berühmten Puzzleteilchen zerlegt, um es unter Kontrolle zu kriegen. Ja, liebe Monika, bin jetzt wieder neu in Schienenbus-Sprinter, stationärer Konfrontationstherapie, schreibst du. Ich spüre viel zu viel Gefühle, werde überflutet. Wie soll ich sie kanalisieren? Alles ist mir peinlich, auch mein Kind zu outen.
Ja, das sind dann wieder deine Bewertungen und das ist eigentlich ein normales, ich würde sagen, Durchgangssyndrom, weil du es ja nicht gewöhnt bist, Gefühle zuzulassen. So geht es auch vielen Patientinnen und Patienten in der psychiatrischen Rehabilitationsklinik, wo ich beschäftigt bin, also wo ich seit vielen, vielen Jahren als Psychotherapeutin arbeite und wo ich öfters in der Mittagspause auch Videos für dich drehe. Ja, hast du schon bemerkt, ne? Da habe ich dann immer so eine samtweiche Stimme, weil ich nicht zu laut sprechen will, weil das könnten ja dann Kolleginnen draußen vorbeilaufen hören. Ne? Einige von euch haben ja schon gesagt, da habe ich eine andere Stimme. Das liegt daran. Ja, also es ist ungewohnt und in der Reha-Klinik geht es vielen so, dass sie komplett überflutet sind von den Gefühlen. Du musst dir das so vorstellen, du hast so einen Wäschekasten und da hast du ewig nicht reingeguckt, sondern immer nur nachgelegt, nachgelegt, dann machst du ihn auf und dann kommt die ganze Schmutzwäsche entgegen. Entschuldige diesen Vergleich, aber es ist ein bisschen so. Oder du machst eine Tür auf und es kommt dir so ein Sturzbach an Gefühlen entgegen. Und dann diese Gefühle zu sortieren und zu akzeptieren, das sind meine Gefühle, ist eine mega Herausforderung. Das kann auch, nicht nur kann, sondern es ist auch sehr oft überfordernd. Pini ist da, Rosalie, Mr. Meep. Grenzgängerin. Jasmin Panda, Monika, ist es möglich, dass man keine eigenen Gefühle wahrnimmt, aber sich dann an Gefühle der anderen so anpasst, dass man diese dann wahrnimmt und spürt ganz genau, Jasmin, auch ein super, super Stichwort, das hatte ich noch gar nicht erwähnt. Viele, viele, auch von euch, nehme ich an, auch von euch, ja, spüren ganz genau, was die anderen alle empfinden, brauchen, ob sie traurig sind und in Wirklichkeit die Traurigkeit nur überspielen. Aber bei euch selber steht ihr an, ne? Das ist auch ein typisches Helfersyndrom-Vorzeichen, dass man einfach die ganze Zeit bei den Gefühlen der anderen ist und auch bei den Bedürfnissen und Wünschen der anderen. Die anderen stützt, stabilisiert, aber selbst bleibt man auf der Strecke. Das ist auch so der Freifahrtschein für einen Burnout, wenn man ewig so weitermacht, ne? Also die eigenen Gefühle zu vermeiden und abzuwehren ist nicht gesund. Ich muss es so sagen, wie es ist. Denn man kommt ja nicht drum rum. Sie sind ja auch da, wenn du sie nicht spürst. Dann sind sie im Untergrund, ja? Wie hier unter dieser Tischplatte. Dann sind sie da und irgendwann kommen sie hoch, ne? So. Monika, kannst du Emotionssurfing erklären? Bitte, bitte. Ja, aber da mache ich gern, das notiere ich mir sofort. Moment. Mache ich gern ein Video dazu, weil ich will hier jetzt im Livestream nicht so gern Begriffserklärungen machen. Auch das mit dem Lovebombing war fast schon ein bisschen zu viel. Moment, muss zurückscrollen, aber das mache ich als nächstes Video, Grenzgängerin, versprochen. Also es ist keine Hinhaltetechnik, Taktik, aber ich möchte da einfach ja, genau drauf eingehen und vielleicht sogar eine Simulation dazu machen. Naja, dieses, ob das jetzt Borderline ist, fragst du mich, Tinkerbell of Darkness, das kann man nicht so sagen. Ne? Borderline ist ja auch ein sehr schwammiger Begriff und ihr dürft nie vergessen, Borderline ist ja auch ein Konstrukt. Es ist eine Konstruktion. Borderline wächst ja nicht auf der Wiese oder so. Weißt du, was ich meine? Also es gibt Gänseblümchen, nennt man die in Deutschland so. Also es gibt, sagen wir mal, Sonnenblumen. Es müssen ja nicht Gänseblümchen sein. Sonnenblumen, okay, die gibt's. Aber Borderline wächst ja nirgends, das gibt es ja nicht. Das ist eine Bezeichnung, das ist eine Bezeichnung für das Zusammenkommen verschiedenster Symptome. Und was sind wiederum Symptome? Symptome sind ja eigentlich Ausdruck von etwas, Ausdruck von einer inneren Anspannung, Ausdruck von Angst, Ausdruck von schlimmen Erfahrungen, Ausdruck und Folgeerscheinung von traumatischen Erfahrungen. Da sind wir wieder beim Trauma. Also in Wirklichkeit sind ja alle Krankheitsbegriffe Konstrukte. Deswegen ist es schwierig zu sagen, das ist genau das und das ist genau das, sondern man muss es echt individuell betrachten. Und daran erkennst du auch einen guten Diagnostiker und Arzt, ob er dich individuell als Person betrachtet oder ob er sagt, na klar, sie haben Panikattacken, na klar, sie sind Borderline-Patientin. Also dieses so alle über den Kamm scheren, da bin ich extrem kritisch dem gegenüber. Blue Wings ist da. Das Glückskind. Juh. Dann, ich schau mal, wer mit mir quatschen wollte. Vielleicht geht sich ja ein Anruf aus. Ihr könnt mit mir über Emotionen sprechen.
Also, es ist oft, genau, das wollte ich noch sagen, Dissoziation ist ja auch sowas, ne? Dissoziation ist ja auch so ein Begriff. Demgegenüber ist die Assoziation. Assoziation, wisst ihr ja alle, was das ist. Assoziieren tut man auf der analytischen Couch, also beim Psychoanalytiker. Das heißt nichts anderes, als dass man ungefiltert und völlig ungeordnet alle Gedanken versucht auszusprechen. Und es ist ja gar nicht so einfach, die Gedanken auszusprechen, weil die Gedanken sind ja nicht immer Wort für Wort formuliert, ne? Und Dissoziation wäre eben, wenn man was trennt. Also assoziieren heißt verbinden und dissoziieren heißt was auseinanderhalten, trennen, auch abspalten. Und dissoziative Zustände haben wir immer wieder auf diesem Kanal besprochen. Es gibt ja auch diese dissoziative Identitätsstörung. Das ist auch so eine Diagnose, so ein Krankheitsbegriff, so ein Konstrukt eigentlich. Aber das steht eben für Menschen, die Gefühle abgespalten haben, so wollte ich sagen. Die halt ihre eigenen Gefühle nicht spüren. Also genau das, wovon wir jetzt reden, ne? So, es hat sich wer gemeldet. Ich rufe an. Mit oder ohne Video? Schauen wir mal, lasst euch überraschen. Ich habe auf laut gestellt, normalerweise habe ich mein Handy nie auf laut. Ganz komisch. Eine Schicksalsfügung, ne? Man muss es so nehmen, wie es kommt. White Knight Fantasy 178, meine Therapeutin hat die Vermutung, dass es bei mir Borderline sein könnte. Aber das sagt mir überhaupt nichts. Also Borderline kannst du überall googeln und da kommen teilweise auch ganz intelligente Artikel hervor. Da geht es eben sehr viel um Grenzen ziehen, auch um Stimmungsschwankungen und Emotionssurfing, um es doch ganz kurz auf den Punkt zu bringen, ist halt so eine Art, die Emotionen, die Gefühle wie so Wellen zu betrachten. Und wie beim Wellensurfen nimmt man halt die eine Welle und geht dann wieder abwärts und geht so mit den Emotionen und vertraut darauf, dass sich das von selber wieder legt. Aber das ist jetzt echt extrem pauschal definiert, eigentlich gar nicht definiert. Deswegen habe ich auch gesagt, ich würde gern ein eigenes Video demnächst über Emotionssurfing machen. Bitte habt keine Angst vor der Diagnose Borderline, sagt Julia. Es soll aber auch niemand scharf drauf sein, denn ich kenne echt leider Leute, auch wenn sich das jetzt voll hart von mir anhört, aber ich kenne Leute, die wünschen sich die Diagnose Borderline, einfach was Schickes oder so. Und das ist halt auch nicht gut. Beziehungsweise ich kenne auch gerade junge Mädchen, die eben sagen, oh Gott, ich will keine Depression, ich habe lieber die Diagnose Borderline, weil das haben meine Schulkolleginnen auch, ne? Also man sollte echt nicht sich dann zu sehr über die Diagnose identifizieren, also mit der Diagnose identifizieren und zu sehr drüber definieren, sondern man soll sich immer sagen, okay, das ist ein Teil von mir, aber das bin ich nicht als Ganzes. So, ich rufe mal an. Hallo, hast du ein Check-up gemacht? Du bist schon auf laut. Wie nenne ich dich? Na klar doch. Also, da ist jetzt die. Moment. Jetzt aber. Bist nur noch du im Bild. Ich habe keinen Kopf mehr. Die Janine ist da. So, Hi also, zusammen. ja, hallo. Wir sind zu zweit jetzt hier, ne? Nein, zu dritt, zu dritt, zu dritt, zu dritt. Das ist ein Die Katze Kätzchen. läuft weg, die ist nicht bereit, über mich zu Die reden. will nicht mittalken, gell? Wie heißt sie denn, das Kätzchen? Oder Die will sie. Ronja. Ronja? Oh, die Räubertochter. Genau, so benimmt sie sich auch. Wir hatten sie ja schon einmal im Bild. War das die Ronja gewesen? Ja? Oder hast du noch eine andere Ich Katze zu bieten? habe nur Okay. Ja. Poke Girl Resi, hallo, kreativ. Okay, du bist aber nicht kreativ. Teardrops, hallo. Hallo Janine und Ronja sagt kreativ. kreativ.
Hookgirl Resi, sind Sie Traumatherapeutin? Wenn ich kurz darauf eingehen darf, wir dürfen in Österreich zumindest nicht mehr den Titel Traumatherapeutin führen, sondern wir dürfen nur noch sagen, ich bin Psychotherapeutin mit Spezialisierung auf Traumatherapie oder ich bin Psychotherapeutin, in meinem Fall mit Spezialisierung auf Sexualtherapie. Ja? Also diese Bezeichnung Sexualtherapeutin, Traumatherapeutin und so weiter ist seit kurzer Zeit nicht mehr üblich. Ja? Gut, auch nicht erlaubt. So viel dazu. Also ich bin keine Traumatherapeutin, ich beschäftige mich nur mit Traumatherapie und bin Psychotherapeutin. Wie geht's dir denn so, Janine? Was machst du denn gerade, außer jetzt mit uns hier quatschen? Ja, ich habe heute noch nicht so viel gemacht. Also eben einen Film geguckt und vielleicht wollte ich gleich noch was malen, was lernen. Ja, und ansonsten bin ich halt ein bisschen irritiert, weil ich doch gestern mit meinen Gefühlen auf einmal von recht glücklich auf komplett traurig, ja, umgesprungen bin. Das kenne ich gar nicht so. Echt? Und du hast überhaupt keinen äußeren Anlass oder so gehabt, dass du jetzt sagst, das Wetter war plötzlich schlecht oder keine Ahnung, dich hat was genervt oder enttäuscht oder du bist aus dem Flow rausgekommen bei irgendwas? Das war halt auf einer Hochzeitsfeier und Mhm. da sollten wir dann mit ganz vielen Leuten ein Foto machen. Und es war mir alles doch ein bisschen anstrengend, aber dass ich da von jetzt auf gleich komplett das Gefühl hatte, dass ich weinen muss, also das war doch für mich verrückt. Und hast du denn geweint, wenn ich fragen darf? Ja, ich bin zwischendurch mal auf Toilette gegangen und dann war ich wieder zurück und dann einige Zeit später ging es mir dann auch wieder besser. Also Okay. Ja, aber manchmal ist Weinen ja ganz gut, um sich zu entladen, um die innere Anspannung loszuwerden, um dem Ausdruck zu geben, dem Gefühl, und dann ist gut, ne? War es dann gut oder ging das weiter? Hast du das dann mitgeschleppt, diese eher nicht so gute Stimmung, diese traurige Stimmung? natürlich habe ich das mit ein bisschen mit mir geschleppt, aber dann später, als dann der Bräutigam nochmal bei uns am Tisch war und sich dann mit uns etwas tiefgründiger unterhalten hat und so, dann war die Stimmung weg. Also dann ging es mir besser. Siehst du manchmal so menschliche Zuwendung oder einfach, dass man halt die Aufmerksamkeit wieder nach außen richtet auf irgendjemand, der gerade was spricht zu einem? Das ist manchmal die Lösung, dass man da wieder rauskommt, ne? Aber dich hat das irgendwie geschockt, oder? So ein bisschen. Genau, ja, ich bin ja eigentlich da gewesen, um mit dem zu feiern und gut gelaunt zu sein und dass dann komplett da außer für mich aus der Rolle gehe und ja, das hat für mich gar nicht gepasst. Ja, aber dann sei nicht so streng mit dir. Warum bist du denn so? Für mich klingt das so, als ob du irgendwie sauer auf dich gewesen wärst, weil du dir erlaubt hattest zu weinen. Meine, die haben es ja nicht mitbekommen. Ich habe meinem Partner das gesagt und der war dann halt direkt immer bei dem, ob Na, ich versuche dich nur ein bisschen besser ins Bild zu rücken. Sprich nur. Was du Also hast. er hat gemerkt, ob es vielleicht daran liegt, weil ich vor 3 Wochen mein Antidepressivum um die Hälfte reduziert habe. Ach Aber ich glaube, so, dass das sein wird. Okay. Natürlich könnte das irgendwie damit zu tun haben. Ich überlege mir gerade, ob ich da irgendwas hinstelle, dass ich dich da dran lehnen kann mit dem Handy, dass ich das nicht ewig so halten muss, wie so ein Heiland, der irgendwie seine Wundmale zeigt oder so. Aber das ist, nee, das geht auch nicht. Du musst höher sein, ne? Was könnte ich nehmen? Ich habe hier einen Lautsprecher noch so, dass ich. Lautsprecherbox. Warte mal, ich habe einen Blumenübertopf. Da muss ich dann was draufstellen, ne? Moment. Wir machen hier ein Plateau, ne? Für die Anrufer. So, hoffentlich fliegt das jetzt nicht alles zusammen. Das ist alles etwas. Moment. Ich bin technisch gesehen nicht die Beste. So, wenn das jetzt runterfliegt, fliegt es genau auf meine Tastatur. Ich darf mich jetzt nicht bewegen, denn jede Erschütterung führt zu einem Wackeln des Geistertisches. Ihr wisst es. Oh Gott. Siehst du dich? Ja. Ich muss dich auffangen, wenn. Ich komme mir jetzt vor wie so eine Astro-TV-Frau, weißt du? Hast du eigentlich noch ein zweites Handy oder ist dein letztes? Ja, wir könnten jetzt eigentlich Engelskarten legen, Janine. Was hältst du davon? Oder ziehen? Ich habe sie bloß nicht bei der Hand. Ja, wird sich anbieten, ne?
Ja, also sei nicht so streng mit dir. Was hat dein Freund nochmal gemeint, dass du ne... Auch das und mein Antidepressiva, weil ich die reduziert habe. Auf einmal so eine Stimmungsschwankung hatte. Bin ich umgekippt? Schwankung, du bist geschwankt, siehst du? Wird's dir jetzt übel? Ja. Das war jetzt übrigens mein blödes inneres Kind, also ich muss sofort wieder aufhören. Ja, echt. Aber ihr wisst ja, beziehungsweise Janine, du weißt, Humor muss sein, ne? Und solange nichts dauerhaft kaputt geht, darf man auch mal das Handy schmeißen. So, man muss die Erfahrungen machen und dann merkt man, man greift doch auf die alte Methode des in der Hand haltens zurück, ne? Jetzt habe ich alles wieder fest im Griff. Ja, Wieder. halt mal die Katze in die Kamera, dass wir das Kätzchen sehen. Ronja. So ist sie angeschrien, Entschuldigung. Die kriegt Panikzustände, gell? Die denkt sich, was will die von mir? Wieso soll ich denn das Handy? Wieso soll ich das Handy fressen? Ronja bei Fuß. Jetzt gibt es ja dieses Format, die Katzenkita, wo habe ich noch nie gesehen, aber ich habe gesehen, das ist neu. Da könnte die Ronja die Pädagogin spielen für die anderen Kätzchen. Weil sie ist ja schon groß, ne? Über 10 Jahre. Meinst du eigentlich wirklich, dass zum Beispiel manche Menschen mehr empathisch sind als andere oder einzelne Klammer oder ob das halt eher ein Teil eher so subjektive Wahrnehmung ist? Bist du so, wäre es besser. Vieles subjektive Wahrnehmung im Leben. Ne? Man ist die ganze Zeit eigentlich gesteuert von dem, was man glaubt und was man halt schon erlebt hat. Ne? Also man hat so einen Filter über allem drüber. Wenn man die ganze Zeit schlechte Erfahrungen gemacht hat, deutet man natürlich vieles falsch. Ne? Wenn man dann denkt, ja, keine Ahnung, die ist auch gegen mich oder mich will ohnehin keiner, auch wenn jemand schon 100 Mal gesagt hat, ich will dich heiraten. Nein, das jetzt nicht, aber ich mag dich oder so, dann kann man das irgendwie nicht glauben, ne? Wenn man immer gegenteilige Erfahrungen gemacht hat. Was ist jetzt? Jetzt war alles weg, nur noch Desktop da. So, ich sollte hier nichts mehr anfassen, meine Lieben, sonst geht's schief. So, was haben wir noch? Merlin ist hier. Ja, du wolltest noch was über Gefühle erzählen, Janine. Ja, also insgesamt fühle ich mich jetzt schon meistens bezüglich meiner Depression stabiler, glücklicher, aber halt in der Therapie, wenn dann irgendwelche traumatischen Sachen auch was erzählt wird, dann erzähle ich das dann halt auch so in Geschichten erzählen tun, anstatt einfach ja, wirklich an meine Gefühle zu gehen. Das ist doch etwas schwieriger für mich. Ja, das ist aber was Typisches, dass man eben oft so im protokollhaften Stil erzählt, auch über schlimme Erfahrungen, tiefgehend traurige, enttäuschende, frustrierende, schreckliche Erfahrungen, einfach um auf Distanz zu bleiben und sich zu schützen, damit man eben nicht die Fassung verliert, ne? Weil das sich ja in aller Regel nicht gut anfühlt, wenn man ist auch nicht immer bereit, in jeder Psychotherapiesitzung die Fassung zu verlieren oder total aufzumachen. Also darf man auch nicht so hart mit sich ins Gericht gehen. Das ist halt, wie soll ich sagen, auch nicht immer möglich. Und gerade wenn sehr traumatisierende Ereignisse beschrieben werden, neigen die Menschen zu einer Schutzhaltung in einer Dissoziation. Das heißt, sie spalten die Gefühle ab und erzählen halt, ja, und dann ist mir das und das passiert und dann hat der das und das gemacht und ja, und jetzt gehe ich dann einkaufen mit meiner Freundin, ne? Also einfach, um sich zu schützen und nicht, weil es einem so egal ist oder sowas oder weil man keine Gefühle hätte, sondern weil es eben so schwer ist, an die Gefühle ranzukommen. Also bist du... Aber macht es denn dann besser, wenn ich es dann noch 5-mal ähnlich erzähle? Ich habe immer den Eindruck, das verändert nichts. Naja, da liegt es auch am Therapeuten, Fragen zu stellen, ja? Oder auch mal auf eine andere Art und Weise an dasselbe, an dieselbe Materie ranzugehen, weißt du? Ja, aber ich bin ja in Gruppentherapie und meine Therapeutin ist auch eher ich glaube, die ist analytisch unterwegs und da kommt natürlich nicht so viel. Ist klar, ja. Aber es kann auch sein, dass von Ja. der Gruppe was kommt, ne? Also, dass da irgendjemand einen Schlüsselsatz mal sagt, wo sich dann was öffnet.
So nennen wir Therapeuten das immer, ne? Dass da einfach irgendwann einmal jemand so einen Finger antippt, dich so antippt mit einem Wort oder auch mit Empathie. Es kann sein, dass zum Beispiel jemand in der Gruppe plötzlich zu weinen anfängt. Obwohl, also jetzt nicht bei dir, sondern generell gesprochen, kann auch bei dir passieren, ja, dass jemand etwas spürt, was du verdrängt hast. Und dass du dann an der Traurigkeit des Gegenübers merkst, ja, eigentlich kann ich auch mal traurig sein oder so, das zulassen. Aber es ist alles nicht so vom Kopf her steuerbar. Das passiert oder es passiert eben nicht. Und wenn es passiert, ist es nichts, worüber man sich dann im Augenblick freut, sondern es ist eher dann wie so eine Überrumpelung. Also man ist dann eher geschockt, ja, dass sich da plötzlich was öffnet, obwohl es ja eigentlich heilsam ist. Also Psychotherapie ist eben kein Spaziergang, sondern echt ganz schön hardcore-mäßig teilweise, ne? Aber du machst nichts falsch, Janine. Das ist wichtig zu wissen. Du machst absolut nichts falsch, sondern du kannst nur tun, was du tun kannst. Und dann brauchst halt Zeit, weißt du, dann ist vielleicht der Zeitpunkt noch nicht da, dass du diese Schleuse öffnen kannst. Vielleicht wäre es jetzt auch noch gar nicht gut. Man soll nie erzwingen, jetzt so quasi ins Gefühl hineinzugehen. Das ist so, wie wenn du noch nicht schwimmen kannst und schon ins Tiefe gehen würdest. Zuerst mal sich rantasten an das Thema und nicht mit der Brechstange erzwingen, ja? Das ist ganz wichtig. Ja, das ist für mich schwierig. Also auch wenn du schon diese Metapher mit dem Schwimmen nimmst, ich bin schon früher, wo ich nicht schwimmen konnte, zuerst ins Tiefe tauchen gegangen. Also, das heißt, du scheust nicht das Risiko. Nee. Ja, dann kannst du ja mal einen Schritt weitergehen und versuchen, nur einen Teil der Erzählung dir vorzunehmen und diesen Teilaspekt zu beschreiben. Ja, vielleicht kommen da dann Gefühle dazu auf. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel an mein Trauma denke, mit 5 Jahren Mandeloperation, habe ich gefühlt schon 1000 Male erzählt. Also es war so ein Trennungsschmerz. Meine Mutter sagte mir nicht, dass sie mich im Krankenhaus abgibt. Und dann war ich da halt mit 5 Jahren diesen Ärzten ausgeliefert und dachte, die bringen mich um, weil ich ja nicht wusste, das ist eine Operation und so, ne, die Narkose und so. Und ja, also wenn ich da in meiner Lehranalyse beim Dr. Pass das erzählt hatte, von dieser Mandeloperation, da habe ich mich dann auf diesen Aspekt zum Beispiel beschränkt, als ich aus der Narkose erwacht war und dann stand meine Mutter im Türrahmen und ich habe meine Mutter schreiend abgelehnt, weil ich ihr kein Vertrauen mehr schenkte, weil sie war die Frau, die mich diesen Metzgern oder Schlechtern oder sonst was ausgeliefert hat, in meinem Empfinden nach, meinem subjektiven Empfinden als Kind damals nach, ja, und wenn ich das wieder und wieder mir abrufe, weißt du, emotional auch, dann kommen schon wieder Angstgefühle auf von damals. Also kann ich mich schon in die Situation zurück hineinversetzen. Das ist so, wie wenn man sich ins Bett zu einem Kranken legt, anstatt nur am Krankenbett zu stehen, falls du verstehst, was ich meine. Also wenn man sich in die Lage von sich selbst damals hineinversetzt, ja, und nicht so von außen wie so ein Objekt aufblickt, wie auf so ein Objekt. Weißt du, was ich meine? Wenn du in die Situation ja, reingehst. Mhm. Ist es auch. Ich habe ja jetzt auch davon erzählt und bin trotzdem nicht geschockt, ne? Weil ich jetzt das Gleiche gemacht habe wie du. Ich habe einfach erzählt, protokollhaft, ohne Gefühlsbeteiligung. Ich könnte aber theoretisch und praktisch, wenn ich in der Stimmung wäre und wenn ich wüsste, es ist das passende Setting, könnte ich diese Tür öffnen und dann würden wir mir meine Kindheitsgefühle wieder entgegenpurzeln und mich kurz mal umschmeißen. Ja? Was, so meine ich das? Ich frage mich eigentlich, also ich lese ja recht oft auch von Kreativ, aber die hat jetzt auch schon länger nicht mehr mit dir telefoniert, ne? Ja, schon länger nicht mehr, stimmt. Im Verhältnis zu vorher, wo wir jedes Mal telefonierten und sie schon fast meinen Job gemacht hat, ne? Was meinst du in Bezug auf Kreativ? Ja, also ich denke mir jetzt richtig durch, was würde Kreativ jetzt sagen? Ach so, du hättest sie gern mit dabei, ne? Ja. Kreativ, warte mal, ich versuche dich anzurufen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich dich am neuen Handy gespeichert habe, weil ja die Daten nicht synchronisiert sind. Ah, da haben noch ein paar Leute sich gemeldet, die telefonieren würden wollen. Jetzt müsste ich echt 4, 5 Handys haben, meine Lieben. Dann könnte ich jetzt alle zuschalten. So. Wir können aber auch so machen, dass du jemand anders, mit dem du noch nicht so oft gesprochen hast, mal
holst und ich kann ja dann weiter blauen. Genau, du kannst dann weiter malen und so weiter. Genau, weil hier habe ich nämlich kreativ nicht, habe ich gerade festgestellt. Ja gut, also, Janine. Habe ich hier wahrscheinlich, aber ich bin mir nicht sicher. Ich gucke mal. Wenn es für dich passt, Janine, dann legen wir auf und ich probiere nochmal kreativ, aber dann kannst du nicht mit dir sprechen. Ist es dann zweckdienlich? Ich bin ja noch am PC und ich würde mich auch ganz freuen, genau. Dann, ja, dann machen wir das so, ne? Okay, wenn es für dich so passt, dann legen wir jetzt auf und ich hoffe, dass ich deine Nummer hier gespeichert habe, kreativ. Okay, dann Janine, danke auch an Ronja. Die kann sich jetzt wieder down regulieren. Wir stören sie nicht mehr in ihrer nachmittäglichen Katzenruhe. Chill out time. Ja, dann wünsch ich dir. Liegt sie bei dir? Ja, die liegt schon wieder da, wo sie eben lag. Also okay, die lässt sich nicht länger aus der Ruhe bringen. Sehr gut. Okay, dann probiere ich mal, okay? Eistee, ja, hallo. Eistee habe ich noch nie gesehen hier bei uns. Finde ich einen coolen Namen. Also Janine, dann, bis gleich. So, wir telefonieren heute wie in so einer Telefonmarketingfirma einfach so durch. Ich hoffe, das war jetzt nicht irgendwie zu abrupt Janine gegenüber, weil Janine hat ja wirklich das Eis gebrochen, ne? Apropos Eistee, das Eis gebrochen. Und hat gleich als erstes sich gemeldet. Danke nochmal, Janine. Das war total lieb von dir und ich habe mich mega gefreut. Mal schauen. Nein, ich habe dich nicht mehr gespeichert. Ist das peinlich? Ja, weil eben die Synchronisation wegen dem neuen Handy. Kannst du mir bitte deine Nummer nochmal schicken? Rufe inzwischen, wenn du telefonieren möchtest, sonst musst du natürlich nicht, um Gottes Willen. Ich will ja niemanden dazu verdonnern. So, dann rufe ich noch wen an inzwischen. Etwas zu Gefühlen sagen. Hi, magst du mit talken? Oh, ich hoffe positiv, überrascht. Okay. Okay, hast du? Oh, das ist gut, wenn es laut ist. Man kann immer leiser drehen, oder? Okay. Also, ich darf dich wie nennen? Muss ich immer vorher fragen, aber es kann sich auch ändern. Gut. Hier ist Julia. Kannst Hallo, ihr Lieben. Kannst du sprechen? Könnt ihr mich hören? Hallo. Ja, Tinkerbell, das hier ist mein Praxishandy, genau. Ja, dann, also Julia, du wolltest einen Beitrag leisten. Sprich, Gefühle. Wie kommt man an Gefühle ran? An die eigene. Es kommt darauf an, glaube ich, an welche Gefühle. Ich kann zum Beispiel eigentlich an fast alle Gefühle rankommen, außer an Freude. Irgendwie, das geht nicht. Und ich habe ja im letzten Video darunter schon geschrieben, dass viele ja geschrieben haben, dass sie ihre Traurigkeit über Wut rausbringen, was man dann machen kann. Ja, meistens ist die Wut dieses Gefühl, das man sich am ehesten erlauben kann und das halt sehr viele andere Gefühle überdeckt. Ganz genau. So, also, gut, dann rufe ich jetzt noch mal an, Julia, dann kannst du dich mit zwei Leuten unterhalten und dann siehst du den Chat auch? Ja, kann ich sehen. Okay. Hallo, grüß dich. Darf ich dich lautschalten? Ist das jetzt eine Überrumpelung oder geht's? Okay. Wir machen hier wie immer alles spontan, völlig unvorbereitet. Hier ist Kreativ. Hi, hallo. Hallo, Kreativ. Jetzt kann ich mit euch spielen, so wie früher mit Puppen.
Kreativ und ich wollten eh telefonieren, deswegen ist das. Ja, siehst du, das habe ich, hab ich gespürt. Ne? Meine Intuition wieder, ne? Also, kreativ, Thema Gefühle, Julia, Thema Gefühle, dann unterhaltet euch mal drüber. Live hier, ne? Du warst ja gerade so schön am Erzählen, Julia. Ich soll erzählen? Ja, ich habe nur die Hälfte mitbekommen. Ich kann mich jetzt zurücklehnen. Weiß nicht, also ich hatte früher enorm viele Gefühle, also fast schon, wenn ich jetzt so zurückdenke vor der Therapie, war ich fast schon wie in so einem Rausch. Also weil das so viel war. Und in der Therapie habe ich halt gelernt, gelassener zu sein, dass die Gefühle besser einschätzen zu können. Was mir heute enorm hilft, weil ich das so ein bisschen wie so ein Puzzle hingelegt habe und da jetzt einen anderen Blick drauf habe. Ich weiß nicht, ob dir das auch so geht. Nein, also ich war genau das Gegenteil. Ich war mit mir überhaupt nicht in Kontakt, sondern war für mich selber ein Eisklotz. Nur... Und habe aber ganz viel die Bedürfnisse und die Gefühle von den anderen Menschen gespürt, egal ob jetzt Kinder oder Erwachsene. Und habe denen das dann irgendwie so rückgemeldet, ja, kann das sein, also ich spüre gerade, dass du traurig bist, kann das sein, oder die Situation macht dich gerade traurig, stimmt das? Und wenn man mich das gefragt hat, ich war dann dezent überfordert. Ja, das ist bei mir heute so, dass ich ganz gut mich in andere hineinversetzen kann und mitfühlen kann, was früher dann eher ein bisschen schwieriger war. Bei uns ist das so ein bisschen verdreht schon wieder. Ja, Gott sei Dank etwas, was wir nicht ganz so gleich haben. Ja, genau, im Gegensatz zu den anderen Sachen. Ach, ja. Seid ihr selbsternannte Seelenzwillinge oder wie? Ein bisschen, weil das, was wir herausgefunden haben, manchmal, was wir gleich haben, ist, geht dann schon in Richtung gruselig. Gruselig? Dann sitze ich ja wieder auf dem richtigen Sessel dafür, ne? Stuhl, ja. Besser gesagt. Geisterstuhl. Jetzt gehe ich dann auf ein Bild. Wir haben uns erst unterhalten, wie gruselig das ist, dass wir den gleichen Gedanken haben oder die gleichen Gefühle oder Symptome, alles Mögliche. Da mussten wir heute schon lachen, dass das alles ein bisschen creepy ist. Wir wollten uns ja eh nochmal irgendwann telefonieren, deswegen finde ich das gerade voll lustig. Ich auch. Das kann ja. Aber ihr seid so ein bisschen zurückhaltend, merke ich. Was ist los? Wir? Ja? Ich weiß nicht, also, gute Frage. Ich weiß nicht, ich wollte nur erzählen, zum Beispiel, wenn meine Therapeutin mich gefragt hat, wie es mir geht. Und ich gesagt habe, keine Ahnung, das hat bei ihr nie gegolten, nie. Da habe ich dann immer so, also das waren 3 A4 Zetteln an Gefühlen bekommen und sollte mir 3 davon aussuchen, wie es mir ergangen sein könnte in der letzten Woche. Und ich war, also als Erste kam ich mir vor, die Hälfte oder 3/4 der Gefühle kannte ich nicht einmal. Das fand ich so lustig. Das hat mir auch sehr geholfen, mit mir in Kontakt zu sein oder... Was ich bei einer Fortbildung kennengelernt habe, die Mutcards. Ich weiß nicht, ob sie euch irgendwas sagen, vielleicht ihr, Monika. Und ein paar so Community, das habe ich vorhin nämlich schon irgendwann mal erwähnt gehabt. Was? Nochmal? Ich die Mutcards. Ach so, die Stimmungskarten meinst du jetzt, sowas? Ja, genau. Ja, erzähl mal ein bisschen für die anderen. Ich würde dir jetzt gerade urgern herzeigen, weil ich glaube, ich müsste die irgendwo daheim haben. Aber hast du sie? Zum Beispiel. Dann machen wir Videoanruf. Ich kann gerne schauen, ob ich die da habe oder ob ich die jetzt gerade hergebracht habe, wenn ich die da habe. Ich meine, wir können auch so einen Videoanruf machen, habe kein Problem damit. Ja, ich habe sie da. Also ich bin jetzt echt schon extrem multitasking. Ich gucke jetzt nämlich bei meinen E-Mails nach einer Telefonnummer, weiß ich jemand, aber ich weiß jetzt nicht, ob das funktioniert. Da gucke, okay. Ich habe zurückgehalten in der Therapie. Ja, nichts gekommen. Nichts bekommen. Ja, Mood Cards, okay. Ja, ansonsten, es ist, drum sitzen wir hier nachmittags, es ist nicht einfach. Also bitte, bitte macht dir keine Vorwürfe.
wenn du nicht so einfach an deine Gefühle rankommst. Und ich habe es dir live gezeigt, als ich von meinem Kindheitstrauma der Mandeloperation mit 5 Jahren erzählte, habe ich es ja auch mehr oder weniger unbeteiligt, wie wenn es eine andere Person gewesen wäre und nicht mich betroffen hätte, erzählt. Einfach, weil man nicht immer in der Lage ist, auch nicht die Zeit hat, auch nicht die Kapazität hat, in das Gefühl von früher reinzugehen. Und das ist ein Schutzmechanismus und das ist auch gut so, ja? Denn wenn wir immer in unsere Gefühle reingehen würden, die wir irgendwann mal hatten, würden wir die ganze Zeit gefühlsüberflutet sein und vielleicht die ganze Zeit am Heulen, ja? Und das soll es ja auch nicht sein. Also Verdrängung und Dissoziation ist manchmal auch was Brauchbares im Leben. Du kramst hier rum, ne? Höre ich da, oder? Meinst du jetzt mich? Kreativ? Kramst du? Ja, ja, ich habe gerade mir noch eine Mutkarte rausgesucht, kam deshalb. Okay. Grenzgängerin, ich habe keine Mail bekommen, zumindest nicht auf praxis@rollingmonika.at. Ich habe gerade nachgeguckt, falls du mir deine Nummer schicken wolltest. Aber es ist eher für den nächsten Livestream gedacht, weil jetzt so auf die Schnelle, weiß ich nicht, ob ich es gebacken kriege, dann auch noch deine Telefonnummer einzutippen, wenn ich in die Mails reingehe. Aber gucken wir mal, was passiert. Jedenfalls ist nichts angekommen. Bis jetzt. Sie hat dir zumindest geschrieben, dass sie dir nochmal eine geschickt hat, okay. Was ich gerade gelesen habe. Jetzt gerade, aha, dann schaue ich nochmal. Hm. Ich liebe dieses Multitasking. Josephine Wiel hat was? Genau, die hat gerade geschrieben, also an Kreativ und mich, was wir machen, wenn wir Gefühle zu intensiv empfinden. Mhm. Ich finde, es kommt halt darauf an, ob das in einem Gespräch mit jemandem anderen ist. Also wenn ich mich mit jemandem unterhalte und der erzählt mir seine Geschichte, kann ich mich schon ganz gut abgrenzen. Oder jetzt so in den Kommentaren, das fällt mir eigentlich leicht. Aber wenn das jetzt meine eigenen Gefühle sind von meiner Geschichte, nutze ich eigentlich Skills. Okay. Skills, was für Skills zum Beispiel? Ja, wenn das gut ist, zum Beispiel ein Handtuch nass machen, ausbringen und damit aufs Bett einschlagen. Oder wenn ich traurig bin, dann heule ich mich eigentlich aus. Das funktioniert schon oder schreibe meine Gefühle auf. Ja, oder ich gehe raus. Also einfach eine Runde laufen hilft schon enorm weiter, wenn man einfach an der frischen Luft ist und mal durchatmen kann. Das hilft sehr gut, also mir zumindest. Mhm, okay. Kreativ? Was ich mache, es kommt darauf an, wenn es mich gerade wirklich überrollt, die Gefühle, weil die Geschichte oder weil es mich an ein Ereignis von damals erinnert, wenn mir mein Gegenüber, ein erwachsenes Gegenüber oder ein Jugendlicher das erzählt, dann sage ich dann schon auch offen und ehrlich, okay, mich überrollen gerade die Gefühle, ich bin sprachlos, ich versuche dich ich weiß nicht, was jetzt genau, aber ich versuche dann die Gefühle nicht ganz so zu 100% zuzulassen, sondern eher, wenn ich alleine bin und da habe ich auch bestimmte Sachen, wo ich dann sage, okay, ich denke vielleicht an die Situation noch einmal und gehe das dann durch oder ich male meine Gefühle auf oder wenn es gut ist, habe ich auch meine eigenen Sachen. Entweder gehe ich laufen oder zerreiß Sachen und versuche halt diese intensiven Gefühle umzuleiten und rauszulassen und auf gar keinen Fall rein, also in mich runterschlucken. Also Gefühle schlucken, unterdrücken, fühlt sich ja auch nicht gut an, ne, erfahrungsgemäß. Soa schreibt, mir hilft Musik, Tanzen, generell Klavierspielen total gut. Da kann man alles rauslassen und wild sein. Das stimmt. Ich finde, Musik hat ganz schön viel Macht. Jetzt habe ich gemacht, weil ich Mimi gelesen habe. Habe ich so in mich hinein. Ja, sag noch. Also ich finde, Musik hat ganz schön viel Kraft, wenn man das so betrachtet. Weil ein Lied kann eine Stimmung total aufhellen. Andererseits kann es deine Stimmung auch total unterdrücken, sodass man am liebsten anfangen möchte zu weinen bei bestimmten Liedern zum Beispiel. Mhm. Wenn ich die zufällig in meine Playlist dann höre und ich nicht darauf vorbereitet bin und jetzt schon gerade nicht so gut drauf bin. Jetzt ist eine interessante Frage aufgekommen, ob man auch zu viel fühlen kann. Jetzt haben wir davon gesprochen, wie schwierig das ist, an Gefühle ranzukommen. Jetzt sprechen wir doch mal drüber,
dass es auch sein kann, dass jemand die ganze Zeit so viel spürt, nicht nur von sich selbst die Stimmung, sondern auch von allen anderen, so spürsinnig ist. Da muss man sich dann ja auch abgrenzen, ne? Vor allem, wenn man zum Beispiel im Krankenhaus arbeitet oder auch überhaupt mit Menschen arbeitet. Man kann ja nicht ständig in das Gefühl hineintauchen. Also auch da gleich mein Statement, dann bitte ihr beiden, die live zugeschaltet sind, ne? Aus Deutschland und Wien, ne? Deutschland, als ob Deutschland nur ein Ding wäre. Darf ich sagen, wo du sitzt in Deutschland oder nicht, Julia? Ja, na klar. Sag selber. Aus Berlin komme ich. Okay, weil kreativ macht ja auch keinen Hehl draus, in Wien zu sein. Ne? Und ich sage ja auch, ich bin in Graz, 200 Kilometer von Wien, Vorort von Wien kreativ. Nein, aber das ist auch eine gesunde Art der Dissoziation, dass man einfach, wenn man in einem helfenden Beruf ist, nicht ständig sich überfluten lässt von Gefühlen, die man hat. Zum Beispiel Mitleid, wenn da jemand liegt, der dem es ganz schlecht geht im Krankenhaus, zum Beispiel als Pflegeperson oder als Arzt, kann man ja nicht ständig sich zu jedem dazu ins Bett legen und dann heulen und weinen und Gefühl zeigen und sich von der Emotion wie von einer Lawine schlucken lassen. Also man muss sich auch manchmal professionell distanzieren, zum Schutze der Person und von einem selbst, wenn man sonst gar nicht mehr arbeiten könnte, zum Beispiel. Ne? Und das ist dann eine gesunde Art der Dissoziation. Was sagst du dazu, kreativ, beziehungsweise du, Julia, wie das ist, wenn man zu viel spürt von sich selbst und von anderen stimmungsmäßig? Was macht man da am besten? Was machst du? Also, magst du beginnen, Janine? Julia, Entschuldigung. Was hast du gesagt? Ob du beginnen magst. Ach so, ja, natürlich. Ich mache das ehrlich gesagt, ich atme. Also wenn ich merke, so diese ganzen Gefühle kommen auf und das ist mir zu viel, versuche ich es wegzuatmen. Das funktioniert ganz gut. Oder ich weiß halt nicht, ob das jeder kann, gesunde Grenze zu ziehen. Ich habe mal ein Praktikum auf der Geriatrie gemacht im Krankenhaus und da wurden mir halt auch viele Schicksale erzählt und ich hätte jedes Mal heulen können. Und habe es aber für mich so gemacht, sobald ich aus der Tür wieder rausgegangen bin, habe ich einmal durchgeatmet und habe das dann wieder weggeschoben. Also, dass ich die Gefühle sozusagen aufgenommen habe, wenn ich in den Raum reingegangen bin, wenn ich rausgegangen bin, habe ich das wieder weggeschoben. Aber ich weiß halt nicht, ob das jeder kann. Ich mache das eigentlich ganz, ganz viel mit Atmen. Ich weiß ja nicht, wie du das kreativ. Also, Entschuldigung, ich dachte, du redest noch. Ich mache das zum Beispiel so, ich habe mir das in der Arbeit zum Beispiel angewöhnt, wenn zum Beispiel wirklich jetzt irgendwas war, was mir die Eltern auch erzählen. Und das Ganze, ich gehe wirklich aus dem Kindergarten raus, wenn ich bei der Türe bin und bin dann wirklich, oder versuche zumindest, jetzt gelingt es mir schon besser als im ersten Jahr, wirklich Privatmensch zu sein und alles, was in der Arbeit ist, zum Beispiel in der Arbeit zu lassen und wirklich zu sagen, okay, das sind die Schicksale in der Arbeit. Ich habe die und die Stunden, mit denen da kann ich mich beschäftigen oder mit meiner Kollegin darüber quatschen, wie ich da am besten weiterverfahre, wenn es mich wirklich sehr mitnimmt. Und also ich rede dann halt nicht mal, also ich habe das Glück, in einer Kleinkindgruppe zu sein, wo ich auch eine Kollegin habe, die mir da, wo wir uns gegenseitig eine sehr große Stütze sind und miteinander dann drüber reden, wenn irgendwas ist, weil sie kriegt ja das Schicksal des Kindes dann zum Beispiel auch mit. Also mir hilft das dann. Und privat ist es dann halt so, dass ich, wenn es mir zu viel wird von den Gefühlen, dass ich dann sage, okay, halt, stopp, bis hierher, und nicht weiter. Und dann wirklich sage, ich mal's oder ich schreibe es auf und dann lasse ich es erst einmal oder versuche mich dann abzulenken. Und zwar im Igelchen malen zum Beispiel. Igelchen malen. Oder im Geburtstag. Also das ist für den Geburtstagskalender deshalb. Geburtstagswand. Ja, genau. Also ich würde das, ich finde das gut mit der Abgrenzung. Also ich glaube, wir machen das da ziemlich ähnlich. Ich weiß aber nicht, ob das jeder kann oder ob man das so einfach lernen kann. Weil einfach ist es nicht. Also das dauert schon sehr viel, bis man auch den Mut hat, zu sich selber zu stehen und zu sagen, hier sind meine Grenzen. Komme ich im Moment nicht weiter. Da hast du was Wichtiges gesagt, kreativ, weil
Ich habe schon mehrmals erzählt, als ich als Psychotherapeutin begann zu arbeiten, hatte ich auch noch meine Grenzen nicht gefunden. Ja, habe mich viel zu sehr reingelegt in die Schicksale der Menschen, war dann energetisch immer komplett ausgeleert. Ja, musste mich am Boden legen zwischen den Klientensitzungen. In der Klinik lag ich dann immer am Boden meines Büros, einfach weil ich es körperlich nicht mehr geschafft habe. Ja, also das ging mir so ans Gefühl, an die Emotionen. Und dann bekommt man eben diese Art professionelle Distanz, wenn man sie kriegt. Es gibt auch Leute, die können das nie entwickeln, leider. Und die sind dann in so einem Beruf auch nicht gut, mit Menschen zu arbeiten. Man kriegt dann so ein Gefühl, wo die eigene Grenze ist und beginnt dann auch demütiger zu werden, sich nicht mehr so selbst zu überschätzen, nicht von sich zu erwarten, dass man alles sofort lösen kann und jedes Gefühl, das irgendwie negativ ist, sofort zerstreuen können muss, ja. Also ein anderes Selbstverständnis einerseits, eine professionelle Distanz andererseits und der Mut zur gesunden Grenze, dass man seine eigenen Grenzen, so wie du es gerade jetzt gesagt hast, kreativ kennt und auch nicht damit hadert, diese Grenze zu haben, sondern sich als Mensch betrachtet, der Grenzen haben darf und soll und muss, ja. Und dann die Grenze nicht als was Schlechtes zu definieren, sondern einfach zu sagen, bis hierher kann ich mitgehen und dann muss ich mich selber rausnehmen aus der Situation. Ja, ganz genau. Vor allem Grenzen haben und sie dann auch wirklich umsetzen, sind, finde ich, auch zwei verschiedene Dinge, die man beides erst lernen muss. Zumindest war es bei mir so. Weil ich hatte eine Zeit lang, also meine Meisterleistung bei der Zeit, wo ich sehr über meine Grenzen gegangen war zwischen 2016 und 2018. Ich habe dann schon gespürt, okay, ich bräuchte jetzt eine Auszeit, ich bräuchte das und das. Oder eigentlich sollte ich das und das machen. Aber ich bin trotzdem immer wieder über meine Grenzen gegangen, weil ich mir gedacht habe, okay, eben aus dem Grund, vielleicht sehen mich meine Eltern dann oder ich werde endlich wertgeschätzt. Aber im Endeffekt habe ich mir dann nur selber damit geschadet und stand halt Ende 2018 kurz. Also hatte die ersten Anzeichen, laut meiner Therapeutin, von einem Burnout. Also, das war für mich halt auch ein harter Kampf, da noch wirklich meinen Grenzen zu stehen und wirklich einmal sagen zu können, nein, ich kann jetzt nicht, ich möchte dieses Wochenende nicht haben. Ich habe schon wieder jemand runtergeschmissen. Julia, bist du noch da? Ja. Ah, du hast es gut überstanden. Ich wollte nämlich gerade eine Nummer notieren, also bei mir einspeichern. Mir hat jetzt jemand seine Nummer, ihr dürft raten, wer, geschickt. Warte, dürfen wir jetzt raten? Ja? Entschuldigung, ich habe jetzt nicht mehr. Ja. Grenzgängerin? Bingo! Ich wollte auch sagen. Bingo! Ja, die kann ich dann gleich anrufen, wenn ihr das auch so gut findet wie ich. Ja. Ja, du wolltest noch was sagen, ne? Also sprich doch bitte zu Ende. Ja, warte, jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Entschuldige, nur ich habe gerade nämlich bei den E-Mails reingeguckt, weißt du, und jetzt dachte ich mir, jetzt speichere ich das gleich, weil sonst wird das nichts mehr, ne? Ja, nein, kein Problem. Nein, ich wollte eigentlich nur sagen, dass das zwei verschiedene Dinge sind, die man lernen soll. Und es ist ja auch nicht schlecht, dass wenn man mal sagt, okay, man kann halt nicht jedem helfen oder man kann es versuchen. Und wenn man dann merkt, okay, ich versuche der Person zu helfen, dass sie vielleicht ein positives Erlebnis hat und dann sagt, und man merkt, das nimmt einen viel zu sehr mit oder das triggert einen zu sehr. Das Ganze kann man auch sagen, okay, bis hierher und nicht weiter. Ich bin dann so jemand, der das dann auch erklärt, warum ich dann nicht was weitermache oder sage, bis hierher mache ich es gerne noch, nur ab dann nicht mehr. Ja, man lädt sich halt viel zu viel auf. Also man nimmt ja auch die Gefühle auf von demjenigen, nimmt es dann mit nach Hause und versucht zu helfen, macht sich ständig Gedanken, man dem anderen helfen kann und vergisst sich selber total. SpongeBob-Phänomen, sage ich immer, Julia. SpongeBob, ja. Alles wird so aufgenommen und man saugt sich voll damit, ne? Und es bringt nichts, weil ja. So ein Schwamm ist ja dann unglaublich schwer, ist auch zu nichts mehr zu gebrauchen. Der trieft dann nur so von dem, was er in sich aufgenommen hat. Also man ist eher wie ein Filter, ne? Also wenn man ja. In einer helfenden Rolle ist, wie oft sage ich heute noch, also. Also, von daher, ne? Ich bin der Meinung. Okay, also kennt ihr das? Schon wieder.
Kennt ihr das, wenn man ein Wort nicht mehr sagen will, sagt man es andauernd? Ja, das wird auch, das wird auch so ein Insider. Also, vor jedem Satz, den man sagt, bitte ein Also. Das erinnert mich an eine Lehrerin. Hat sie so gesprochen? Stefan Rauter schreibt, könnte man nicht sagen, dass unsere Gesellschaft Gefühle zu sehr privatisiert hat. Wir bewegen uns in unpersönlichen Rollen und deswegen sind wir dann tendenziell überfordert, wenn wir damit konfrontiert werden. Ja, also da ist schon was dran. Ich verstehe das so, dass man eigentlich verlernt hat, Gefühle zu zeigen, weil sie nicht gefragt sind, so in diesem amerikanischen Stil. How are you? Ja, wonderful, ne? Also alles ist immer super perfekt. Man versucht nach außen die Oberfläche zu wahren, dass ja nicht irgendwas wurmstichig erscheint oder irgendwie suspekt oder nicht perfekt, ne? Und man frisst die Gefühle in sich rein irgendwie, ne? Ja. Und ist so glatt gebügelt nach außen, so, weißt du, so pseudo-perfekt halt, ne? Ja, naja, das ist halt auch viel die Gesellschaft, finde ich. Ja, genau. Genau, so wie der Stefan schreibt. Weil wir darauf angesetzt, dass alles immer schön perfekt ist und ja, nichts mit Fehlern und es muss ja alles makellos sein und es darf nie irgendwo ein Fehler passieren, weil dann ist man wieder ein Unmensch oder wenn man nicht hilfsbereit ist und mal Nein sagt, ist man auch, ich versuche es jetzt gerade ohne ein Schimpfwort zu sagen, ist man der größte Depp, weil wie kann man nur sagen Nein und nicht helfen wollen? Mhm. Aber das ist es ja, wenn ich immer nur helfe und helfe und helfe, und mir es dann selber irgendwann nicht gut geht, ist damit im Endeffekt keinem mehr geholfen, weil dann kann ich der anderen Person nicht helfen und mir geht es dann auch nicht gut, weil ich dann das schlechte Gewissen habe. Tinkerbell schreibt, entschuldige, wenn ich da ins Wort falle, ich hasse die Frage, wie geht's dir, weil, wenn man sie ehrlich beantwortet, kann man nur lügen. Ja, definitiv. Das ist halt auch, wie reagiert dann der andere, wenn der dich fragt, wie geht's dir und du fängst an, von deinem Problem zu erzählen, sind die meisten ja dann auch überfordert und dadurch hält man sich einfach zurück und dann ist so diese typische Antwort, ja, mir geht's gut, damit da bloß nicht zu viel oder ich bin müde. Entweder mir geht's gut oder ich bin müde, habe ich schon oft gehört. Ja, genau. Ich bin müde? In welchem Zusammenhang ich bin müde? Ach so, wenn man, ja, das stimmt, das ist auch so eine Standardfloskel, ne, die wenig aussagekräftig ist. Ja, das war zum Beispiel meine immer, nachdem mir dann keine gesagt, so, ja, ich bin müde, das war es das auch. Ich meine, ich finde, die Frage, wie geht es dir, ist mittlerweile zu einer Floskel geworden. Im Endeffekt will kaum einer hören, wie es einem wirklich geht. Und ich bin dann meistens jemand, der ist ganz gemein, wenn ich dann frage, ja, jemand fragt, wie geht's dir, und der antwortet dir gut, und ich so, weiß ich nicht, warum geht es dir denn heute gut? Und dann schauen mich die Leute immer dezent verdutzt an. Ja, verstehe, ja. Also im Prinzip ist diese Frage, das haben wir auch schon mehrmals gehabt hier, so eine Floskel, und wo man sich manchmal sogar bedrängt fühlt. Also mir geht es manchmal auch so, wenn jemand sagt, wie geht's dir denn? Dann fühle ich mich schon fast bedroht und bedrängt, so im Sinne von, der projiziert schon irgendwas auf mich und will mir irgendwas entlocken, ne? Und ja, wenn man jetzt als Psychotherapeutin zum Beispiel in der Klinik sagen würde, ich bin am Boden zerstört und zudem bin ich total erschöpft, dann wäre das nicht so klug, ne? Abgesehen davon ist das auch nicht der Fall. Aber wenn es so wäre, würde man es auch nicht sagen können in unserer Gesellschaft, ne? Weil dann würde es heißen, ja, was jetzt? Was ist denn mit dir los? Bist du komplett von der Rolle, ne? Also dann wird man vielleicht als Psyche abgestempelt, weil genau. Das geht einem ja nicht gut. Oder es gibt ja so viele Begriffe, die eigentlich normale Begriffe sind, aber jetzt so negativ behaftet sind. Und vor dem will man sich ja dann auch schützen. Deswegen sagt man ja auch nicht, wie es einem tatsächlich geht. Ja, ganz genau. Ich finde das gut, da hat, Moment, muss mal kurz zurückgehen. Stefan Rauter sagt, man könnte antworten, wie genau magst du es wissen? Das ist gut, ja. Jasmin sagt, ich sag meistens ja, alles gut. Eisti sagt, ich finde die Frage, wie geht es dir, kann man immer ehrlich beantworten, man muss es nur richtig umschreiben. Ich habe dann immer gefragt, wollt ihr die Wahrheit oder die Lüge? Wenn mit jemand richtig doof kam. Tinkerbell schreibt, meine Therapeutin fragt immer, wie
Wie ist es Ihnen in der letzten Zeit ergangen? Das lässt auch Raum für eine negative Antwort, ohne sich schlecht zu fühlen. Ja, es ist gut. Ich mag diese Fragen gar nicht, ehrlich gesagt. Ja, aber die Antwort von Stefan Rauter, dass man einfach sagt, wie genau wollen Sie es denn wissen oder wie genau möchten Sie es denn gern wissen, ist doch eine gute Reaktion wäre das, ne? Weil dann muss die Person... Oh, das stimmt. Das könnten wir patentieren. Gut. Ja, dann darf ich mich von euch beiden jetzt verabschieden und rufe noch eine Person an, ihr wisst schon welche. Und dann muss ich auch schon Schluss machen. Also ich habe so ein knappes halbes Stündchen noch, dann darf ich eine Therapiesitzung machen? Abhalten hätte ich beinahe gesagt, das klingt so wie ein Priester, ne? Ich halte eine Messfeier ab oder so oder keine Ahnung. Für mich klingt das so, weil heute Sonntag ist, ne? Also, Julia, danke. Sehr und gerne. Bis zum nächsten Mal, ne? Bis gleich. Bis gleich. Kreativ. Vielen Dank, bis gleich. Ja? Ja, sag noch. Ich wollte nur sagen, vielen Dank, dass ich wieder mit dir telefonieren durfte. Ja, und mit Julia, ne? Nicht nur und mit mir. Julia, ja. Erstmal. Mhm. Wobei, wir haben ja schon Sprachnachrichten geschickt, also so ist es nicht. Also, naja, bitte, ne? Jetzt ist der Eistee gebrochen. Das Eis gebrochen, ne? Also, Julia, kreativ, bis gleich. Entschuldige, kreativ, jetzt habe ich einfach bang, so richtig draufgehauen aufs Handy. So, jetzt schaue ich mal, wo ich dich eingespeichert habe. Wo habe ich dich denn eingespeichert? Das habe ich nämlich so nebenher gemacht, ne? So. Oh, ja, da habe ich noch einen Anruf. Rufe ich mal zuerst dich an, damit du nicht wie auf glühenden Kohlen sitzt. Da ist nämlich jemand schon ganz nervös. Ich kann ja wieder zwei zuschalten gleichzeitig. Hallo, hier spricht die Monika Bukolli. Schock, Schock am Sonntag. Kurz vor 16:30 kommt der nachmittägliche Schockanruf. So, ja, wie darf ich dich denn nennen? Darf ich dich auf laut schalten? Glückskind. Okay, wir haben hier Glückskind. Sag mal hallo. Hallo, kann man mich hören? Achso, jetzt hab ich gewartet, dass die anderen sagen ja und hab nichts gehört und dachte mir, was ist jetzt los? Ja, man kann nicht hören. Sehr schön. Hallo. Hallo, Glückskind, sagt so. Tinkerbell auf Darkness. Ja, kreatives Mädchen. Ja, man kann nicht gut hören. Janine, hi, Glückskind. Julia und so weiter. Siehst du eigentlich den Chat oder nicht? Ja, ich kann den Chat sehen. Okay. Ja. Also. Oh Gott, wie spannend. Ich bin das erste Mal am Telefon. Dann erzähl mal. Es geht ja heute um, ne? Um was geht's denn? Um die Gefühle. Um Gefühle, ja. Ich fand zum Beispiel bei dem letzten Video sehr interessant, das mit dem Affekt flach. Und habe mir dann die Frage gestellt, also kann man zum Beispiel auch Affekt flach sein, nur in Bezug auf negative Emotionen und auf positive nicht? Man kann in Bezug auf alle, ich bin wieder mal Multitasking, auf alle Emotionen affektflach sein, denke ich mal. Aber erzähl ein bisschen mehr, was du dir dazu gedacht hast. Ja, also dass ich zum Beispiel, also im Gegensatz zum Beispiel zu meiner Vorgängerin, die am Telefon war, ich, so positive Gefühle kann ich voll gut spüren. Also da habe ich auch den totalen Zugang zu. Und eher bei negativen Gefühlen fällt es mir schwer. Also da habe ich so meinen, ja wahrscheinlich inneren Kritiker auch, der das einfach immer unterdrückt. Ja, genau. Dieser innere Kritiker, das ist ja so ein Persönlichkeitsanteil, den wir alle irgendwo haben, ne? Ja, genau. Von daher, ja, also das bezieht sich halt irgendwie nur auf negative Gefühle, die nicht so wollen oder die ich einfach nicht zulassen kann. Mhm. So. Mhm.
Ja, und also ich hatte auch unter dem letzten oder vorletzten Video mittlerweile, ich weiß es gar nicht, aber hatte ich ja auch drunter geschrieben, dass ich zum Beispiel oft auch das Problem habe und das macht es dann irgendwie schwierig, wenn selbst wenn ich selber sage, ja, ich möchte mich darauf einlassen, negative Gefühle zu spüren und zu haben und die auch zuzulassen, aber die negativen Gefühle mich dann auch ganz oft triggern. Ja. Und das hält dann halt doch ein bisschen davon ab. So. Ja, klar, natürlich. Also Gefühle sind manchmal so wie heiße Eisen oder wie so eine Herdplatte, die man nicht immer anfassen kann, ne? Ja. Oder wie sowas Explosives auch. Ja, genau. Ja. Ist es okay, wenn ich jetzt, ich habe nur mal kurz nachgefragt, ob der Stream hängt, weil irgendjemand hat geschrieben, Entschuldigung, nicht irgendjemand, sondern jemand hat geschrieben, der Stream würde hängen, aber die meisten anderen schreiben nein. Kieselsteinchen, Glückskind, ich glaube schon, dass das möglich ist. Mir geht es zumindest genauso. Ja. Okay. Also es ist, also an sich ist es ja schon immer schön zu wissen, dass man damit nicht alleine ist. Und dass es auch Leute gibt, die das genauso empfinden oder haben. Genau, das ist wichtig, ne? Weil sonst denkt man sich nur, man selber ist betroffen von sowas und man ist irgendwie eigenartig oder so, ne? Ja. So, ich darf jetzt noch jemand zuschalten. Ist das okay für dich? Ja, klar. Glückskind, gell? Genau. Und weil du gesagt hast, Vorgängerin, hast du Kreativ oder Julia gemeint? Ich glaube, Julia hatte gesagt, dass sie keinen Zugang zu Freude hat, glaube ich. Okay, alles klar. Wir rufen jetzt noch jemand an. Hallo, grüß dich. Monika Bogolle spricht. Ja. Wirklich, dann darf ich dich gleich auf laut stellen, Grenzgängerin. Ne? So darf ich dich nennen. So, alles geklärt. Grenzgängerin, Glückskind. Glückskind, Grenzgängerin, lasse ich noch euch auseinanderhalten und nicht die falschen Bezeichnungen reinkriege, weil ich euch ja unter dem Namen gespeichert habe. Ne? So, weil man muss schon seine Identität mir gegenüber zumindest in der E-Mail preisgeben, sonst wird hier nicht einfach durchgeschaltet. So, jetzt bist aber du dran. Ja, jetzt. Du jetzt, Grenzgängerin. Okay, hi. Test bestanden. Ich muss gleich sagen, ich sehe den Chat nicht. Ich bin nämlich noch im Garten. Im Garten? Ja. Hm. Ich mache nebenbei noch meine Wäsche. Ja, Gefühle. Ich habe jetzt eine ganz, ganz 10 Wochen lange stationäre psychosomatische Reha hinter mir. Mhm. Und mit Trauma-Exposition und wow, also das war Gefühl pur. Also erstmal habe ich lernen müssen, meine Gefühle wieder zu erkennen. Ich habe lernen müssen, meine Gefühle einzuordnen. Ich habe lernen müssen, meine Gefühle wahrzunehmen. Das ist mir eigentlich am besten mit diesen Gefühlsprotokollen. Hat das funktioniert? Mhm. Ja. Ja, und dann wusste ich auch nicht, dass Gefühle solche extremen Körperreaktionen hervorrufen. Jetzt habe ich dich gerade schlecht gehört. Ich glaube, du hast einen Finger auf dem Mikrofon. Geht's jetzt wieder? Jetzt geht's wieder. Okay. Und ich wusste auch nicht, dass Gefühle so starke Körperreaktionen hervorrufen können. Mhm. Ich habe nach der Trauma-Exposition war der Ekel so Wahnsinn. Ich habe 3 Tage lang nur gekotzt. Also das war wirklich der Wahnsinn. Das war mir völlig neu. Glückskind, darf ich dich kurz mal zuschalten? Was sagst du dazu? Kennst du auch sowas? So diese unmittelbare Konfrontation, wie Grenzgängerin das beschreibt, weil es klingt schon so ein bisschen nach gewöhnungsbedürftig, um es mal vorsichtig auszudrücken. Ja, ich kenne das auch, also besonders in Bezug auf, ich sag mal, Ekel oder zumindest interpretiere ich das gerade so, also du hast es, glaube ich, jetzt noch nicht gesagt, aber ich persönlich hatte aber danach trotzdem auch irgendwie das Gefühl, dass das ein bisschen verbessert hat, weil
Ja, es hört sich blöd an, aber weil ich es irgendwie auch einfach mal rauslassen konnte. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ja, es war so, also ich habe mich am Anfang total dagegen gewehrt, aber es war dann so übermächtig, dass es nicht anders ging. Und ich bin dann in meiner Not, unter Anführungsstrichen, war zum Oberarzt und meinte, ob ich etwas gegen diese Übelkeit haben kann, gegen dieses Erbrechen. Und er meinte dann nur, lernen Sie auf Wellen des Ekels zu reiten. Und in diesem Moment dachte ich mir, okay, wow. Es war da tatsächlich so, dass er im Nachhinein absolut recht hat. Es hat sich so viel gelöst und so viel getan. Und ja, das war richtig so. Mhm. In welcher Klinik du warst, hat jemand gefragt. Bea hat das gefragt. Möchtest du das sagen oder nicht? Nö, das sage ich nicht. Tut mir leid. Das war eine Reha-Klinik, hast du gesagt. Eine psychiatrische oder psychosomatische, ne? Oder so. Psychosomatisch. Genau, okay. Musst du auch nicht sagen. Ich habe nur die Frage weitergegeben. Dann, was haben wir hier noch? Okay. Ja, Entschuldigung. Unterbreche immer wieder, aber wir wollen halt auch mit Chat in Kontakt bleiben, klarerweise. Ja, Glückskind, du wolltest was sagen. Ich habe gerade nur, aber das passt gerade überhaupt nicht zu dem Thema von Grenzgängerin, deswegen halte ich das gerade zurück, weil ich hatte eben noch im Kopf, bevor Grenzgängerin dazu kam, dass dieses Thema zum Beispiel sich abzugrenzen von anderer Leute Gefühle und wie man das macht, aber das... Doch, das ist gut, oder? Grenzgängerin, das ist doch ein super Thema, da hast du sicher nichts dagegen, oder? Wenn Kind das erzählt. Doch, da kann jeder davon profitieren, wenn du das mit uns teilst. Ja, ich finde halt, also ich arbeite ja selber auch im sozialen Bereich als Familienhelferin und im Kindesschutz und ich finde halt, also weil das gerade eben auch Thema war, ich finde halt die Psychohygiene, die irgendwie dann so im Team oder auch mit sich selber stattfinden muss, empfinde ich halt als total wichtig. Aber ich muss trotzdem sagen, ich kann das zum Beispiel im professionellen Rahmen, kann ich das in dem Sinne soweit vollkommen okay, dass ich nicht alles mit nach Hause nehme oder dass ich mich auch von, ich sag mal, den schrecklichen Dingen nicht total runterziehen lasse. Ich finde aber immer sehr interessant, dass zum Beispiel mein Team, dass da alle Personen immer sagen, naja, es gibt nicht das professionelle Ich und das persönliche Ich, sondern eigentlich ist es ja eine Person. Und natürlich bringt man auch von sich persönlich irgendwie Sachen mit rein, aber ich kann im professionellen Ich zum Beispiel Sachen, die kriege ich im persönlichen Ich überhaupt nicht hin. Also ich finde das immer sehr schwierig, dass Leute sagen, dass man es nicht voneinander abgrenzt. So. Jetzt bin ich schon wieder Analytiker. Grenzgängerin, ja? Ja, das finde ich eigentlich schon sehr wichtig. Also ich kann es auch, dass ich mich einfach von den Personen, die mir begegnen, schon sehr abgrenzen kann. Das finde ich auch wichtig, weil sonst könnte man ja gar nicht irgendwie seinen Alltag bewältigen. Also man muss da sehr achtsam mit sich sein und auch seine eigenen Grenzen kennen. Ja. Und eben dann auch in einer gewissen Art und Weise die Sachen bei den Leuten lassen. Ich weiß jetzt nicht, wie ich es anders formulieren sollte. Eben mich so abzugrenzen. Ja, also man kann halt im Endeffekt auch, also es hat gerade eben auch irgendwer mal geschrieben, ich weiß leider nicht mehr, wer es war, aber man kann halt nicht die Welt retten. Und ja, ich glaube, man muss sich das schon auch immer wieder sagen. Natürlich ist es irgendwie schwierig, wenn man dann
die KlientInnen ja auch kennt in dem Sinne, zu sagen, ja, man kann nicht die Welt retten, aber die Personen sind einem ja dann trotzdem zumindest im professionellen Rahmen auch wichtig geworden, dann ist es halt ja schwierig, damit umzugehen, dass man da nichts dran verändern kann. Aber ja, ich glaube, man muss sich einfach immer wieder sagen, so dass man in seinem eigenen Rahmen und in seinen Kompetenzen einfach das Beste gibt und mehr geht halt nicht. Genau. Also einfach zur Grenze stehen, darum sage ich immer Mut zur gesunden Grenze, ne? Weil es bringt ja nichts, wenn man sie übergeht. Man kann sie manchmal jahrelang übergehen, aber dann schleudert es einen, ne? Irgendwann haut es einen auf. Oder man wird krank. Mhm. Ja, meine Lieben. Meine Lieben, besser gesagt. Ich finde das lustig, dass ich jetzt so im Duett, ne? So im Duo mit euch quatsche. Und daneben noch chatte. Also es wird immer, wie soll ich sagen, Multitasking-mäßiger, ne? Das dürfte nicht langweilig. Euch hoffentlich auch nicht, ne? Nee. Ich habe nämlich gerade noch Antwort gegeben, weil die Josefine fragte mich, wann ich meinen Psychoanalytiker von vor 22 Jahren, ich finde diese Formulierung so super, wann ich meinen Psychoanalytiker von vor 22 Jahren wiedersehe. Und das ist heute zum Abendessen zusammen mit seinem Sohn. Der ist 24 Jahre alt und ganz ein cooler Typ auch. Also der ist quasi die junge Variante von der älteren Variante. Und auch so ein tiefsinniger Mensch und unglaublich reif im Geiste. Und ja, mit diesen beiden Abendessen zu gehen, ist spannend für mich. Aber es wird nicht mitgefilmt, weil irgendwo ist hier auch dann die Grenze, ne? Wie er sich ja versteht. Ja, gut. Aber ihr dürft mich dann beim nächsten Livestream fragen, was jeder bestellt hat. Das gebe ich dann bekannt, ne? Welche Pizza oder so. Wir gehen irgendwie zum Italiener gehen wir, ne? Ich lade ein, die beiden, ja, übrigens. Falls ihr es genau wissen wollt. So. Ja, finde ich cool, dass das so spontan funktioniert. Und was gab es eigentlich, weil heute auch das Thema irgendwie war, ja, ganz viele aus dem sozialen Bereich sind hier im Chat, beziehungsweise sind in der Community. Woran liegt das, was glaubt ihr? Also, ich habe das auch schon bemerkt, wobei mich das persönlich gar nicht so überrascht hat, weil ich glaube, dass ganz viele Menschen, und das sind dann natürlich nicht alle, aber dass es ganz viele Menschen gibt, die irgendwie anderen helfen wollen, wenn sie selber irgendwas haben, wo sie sagen, okay, anderen soll es zum Beispiel nicht so gehen wie mir selber, oder ich glaube, dass das ganz oft sowas daraus erwächst, dass man dann den Drang hat, anderen Menschen zu helfen. Ja, also bei mir ist das eher so, ich weiß, wie es ist auf Patientenseite. Ich weiß, wie es ist, Klientin zu sein. Und deswegen möchte ich dann auch das irgendwie dann auch weitergeben. Ich glaube, es ist ganz anders. Also bei mir ist halt gerade der Fokus auf die DBT. Ich habe die emotional instabile Persönlichkeitsstörung diagnostiziert bekommen vor einigen Jahren. Und ich glaube schon, dass wenn man diesen Skills-Trainer macht, das authentischer rüberkommt, wenn man das selber lebt seit Jahren und einfach auch weiß, okay, ich kann es verstehen, wie sich die Personen gerade fühlen. Also ich kann das mitfühlen. Vielleicht besser als jemand, der das jetzt nicht hat. Ne? Versteht ihr, was ich meine? Na klar, es ist ja auch so, dass jemand ein besserer Arzt oder Psychotherapeut ist, der selber schon, also jetzt bei psychischen Erkrankungen, der selber schon Krisen hatte, weil wenn er gar nicht weiß, wie sich das anfühlt, in einem Gefühlstief zu sein, kann er sich natürlich auch viel schwerer hineinversetzen in die Situation eines Klienten oder Patienten, ne? Also das heißt jetzt nicht, dass man alles am eigenen Leib erlebt haben muss, was man dann irgendwie behandelt in seinem Beruf, ne? Behandelt, therapiert. Nein, das natürlich nicht. Aber wenn man gar nicht weiß, was Trauer ist, oder wenn man gar nicht weiß, was es bedeutet,
enttäuscht zu sein oder was es bedeutet, betrogen worden zu sein oder hintergangen worden zu sein von jemandem, dann tut man sich natürlich viel, viel schwerer, sich hineinzuversetzen in die Lage einer Person, ja? Ja, und ich finde, genau. Ich finde aber dann interessant wiederum, also zumindest ist das meine Erfahrung, dass obwohl das so ist, dass das eigentlich auch, ich sag mal, wenn man so sagen will, Vorteile hat, dass man Sachen nachempfinden kann und es nicht einfach nur Gelerntes abspult, dass es trotzdem so ist, dass man auch im sozialen Bereich oder wo auch immer nicht offen darüber reden kann und sollte, oder zumindest ist meine Erfahrung, ob man selber zum Beispiel, weiß ich nicht, zur Therapie geht oder irgendwie sowas. Also ja, das ist eigentlich schade, dass das dann so ein Tabuthema ist. Ja, genau. Also es gibt tatsächlich Ärzte, Psychotherapeuten, Psychologen, die entweder in Supervision muss eigentlich jeder gehen und sollte jeder gehen wegen der besagten Psychohygiene, ja. Aber wenn zum Beispiel eine Psychotherapeutin, und ich habe etliche Kollegen, die halt auch Beziehungsprobleme oder sonst was haben, partnerschaftliche Probleme, die kommen dann auch teilweise zu mir oder auch Kollegen mit anderen psychischen Problemen. Das ist ja nicht so, bloß wenn man einen Beruf hat, dass man deswegen für immer davor geschützt ist, irgendein psychisches Problem zu bekommen. Es gibt auch depressive Ärzte und Psychotherapeuten. Warum soll es das auch nicht geben? Ja, nur natürlich ist man nicht arbeitsfähig, man ist nicht einsatzfähig, wenn man gerade selber eine Depression hat. Das ist ganz klar. Aber es ist nicht so, dass man immunisiert ist dagegen, nur weil man eine bestimmte Ausbildung gemacht hat. Das möchte ich an der Stelle auch noch unterstreichen. Ne? Und also grad, meine Chefin hat immer gesagt, sie müssen sich das so vorstellen, der einzige Unterschied zwischen uns und den Patienten ist der Schlüssel. Das ist auch gut. Okay. Nein, also ich versuche auch immer den Leuten klarzumachen, ich habe das halt gelernt, ich habe die Qualifikation, ich habe viele, viele, viele Jahre meines Lebens auf diese Ausbildung verwendet und ich habe auch sehr viel Erfahrung in diesem Job, aber ich bin auch nicht sicher vor irgendwelchen Schicksalsschlägen. Ich hatte ja schon mal einen, wie ihr wisst, als mein erster Mann verstorben war, ne? Von heute auf morgen, da war ich Mitte 20, das hatte ich ja auch nicht vorhergesehen. Also da war ich ja auch sozusagen Opfer der Situation, ja, so gesehen. Und das war auch ein Trauma, ganz klar, ne? Aber deswegen ist man nicht für immer gestört oder so, nur wenn man einen Schicksalsschlag erlitten hat, sondern es kommt immer darauf an, was mache ich damit? Und bleibe ich in dieser traumatischen Situation hängen, ja, wobei das nicht bedeuten soll, dass jemand schwach ist oder schlecht drauf ist, wenn er längere Zeit braucht oder wenn er sich gar nicht mehr erholen kann. Aber es kommt eben auf viele Faktoren drauf an, ne? Also für mich war diese Situation damals sogar eine Weichenstellung, weil ich wusste, ich möchte Menschen trösten und aufrichten. Das hatte ich eigentlich vorher auch schon gewusst. Aber es hat mir die Entscheidung erleichtert, noch weiter in diese Richtung zu gehen eines helfenden Berufs, ne? Also es war auch irgendwo ein Schlüsselerlebnis. Es kommt immer darauf an, wie man ein Trauma auch interpretiert, ob man es dann letztendlich, das klingt jetzt krass, auch als Ressource, also als, wie soll ich sagen, nicht Energiequelle, aber als impulsgebend für etwas Konstruktives, für etwas, was bringt, nehmen kann oder sich nur davon überrollen lässt und zermalmen lässt davon. Ne? Das hängt immer auch von einem selber ab. So. Einige haben hier diskutiert in der Zwischenzeit, meine Lieben, ob alle Psychotherapeuten oder Menschen in helfenden Berufen, die jetzt mit psychisch Kranken arbeiten, selber eine Macke haben. Was sagt ihr beiden? Also, ich höre mal weg. Kein Kommentar. Ich persönlich finde immer, also so, was definiert denn eine Macke? Weil meines Erachtens hat irgendwie jeder Mensch irgendwelche Macken. Ich glaube ja, das Klischee ist immer irgendwie gegeben. Und ja, also ich würde sagen, ich finde, man kann das nicht verallgemeinert sagen. Also du ich glaube, kommst aus der Nummer so schnell nicht raus, sag jetzt. Also ich mag Verallgemeinerung gar nicht. Ich würde sagen, ich glaube, es gibt die Menschen, die tatsächlich den Beruf machen aufgrund von eigenen Erfahrungen oder der eigenen Vergangenheit. Und ich glaube, es gibt auch die Menschen, die das einfach vom Herzen heraus
machen möchten, ohne dass sie selber mega schlechte Erfahrungen gemacht haben. Also müsste man definieren, was es bedeutet, eine Macke zu haben. Ne? Da verstehe ich jeder genau. Was anderes drunter. Was sagst du, Grenzgängerin? Ich sage so gerne, lebe deine Ecken und Kanten. Und genau das sind die Macken, weil Diamanten sind auch nicht rund. Ganz genau, ja. Das ist kein Diamant, sondern ein Aquamarin, aber der ist auch eckig. So, ja. Und ja. Deswegen, was sind Macken? Ich glaube, dass kein Mensch keine Macken hat. Die Bea schreibt, sollte man nicht zwischen Macke und krankhaft unterscheiden. Ganz genau, ne? Also Macke hat, glaube ich, jeder irgendeine Macke, wo du näher hinguckst, da findest du immer irgendwas, was schräge ist, oder? Oder was du nicht nachvollziehen kannst oder was du irgendwie komisch oder mackenhaft findest. Aber die Frage ist, ob ein Leidensdruck bei der Person entsteht oder bei den Leuten in ihrem Umfeld, dann ist es meistens eine Störung oder krankheitswertig, wenn es wirklich so ist, dass ein Leidensdruck bei irgendjemandem entsteht. Ne? Das ist so ein Kriterium für Störung, weil es gibt ja viel, was zum bestimmten Grad eine Eigenschaft ganz okay ist. Und wenn es aber einen bestimmten Grad überschreitet, dann ist es nicht mehr okay, weil dann entsteht irgendwie ein Leidensdruck. Macken sind toll. Japaner schätzen die Kunst Kintsugi. Bedeutet, Gefäße mit Sprung sind schöner, sagt Jasmin. Und muss leider zum Essen. Ja, und ich habe jetzt dann meine Therapiesitzung, meine Lieben. Also wir haben jetzt noch lange nicht zu Ende diskutiert, aber jetzt kommt wieder meine gesunde Grenze. Ich muss es euch ja live auch zeigen. Grenzgängerin, danke. Glückskind, danke für die Live-Schaltung. Wir hören uns garantiert nochmal, wenn ihr Lust habt. Also ich habe euch ja jetzt eingespeichert. Darf mich gleich von euch verabschieden? Ist das okay? Ihr beiden? Ja, natürlich. Ja. Und dann noch allgemein vom Chat, weil ich muss dann auch wieder. Also dann... Magst du noch was sagen oder zur Community? Möcht ihr noch was sagen? Ja, also vielen Dank für das spontane Telefonat und vor allem das erste Telefonat. Und ich muss sagen, ich finde, die Community ist einfach mega cool. Jo, gib mir auch so Applaus an die Community. Ich kann applaudieren. Ihr könnt auch applaudieren. Dankeschön dafür, dass das auch mein erstes Telefonat mit dir war jetzt. Ja, freut mich. Danke euch beiden. Bis gleich. War toll. Bis gleich. So, das war doch jetzt extrem erfrischend. Mit wie vielen Leuten? Mit 5 Leuten habe ich jetzt telefoniert, obwohl ich eigentlich gar nicht vorhatte, einen Livestream zu machen und gar nicht vorhatte, mit irgendwem zu telefonieren. Hat sich so ergeben, ne? Das, was sich so spontan ergibt, ist auch das Beste. Das will ich euch mit diesem Kanal aufzeigen. Jetzt hakt es irgendwie, merke ich. Jetzt, wo ich sage, ich höre auf. Die Technik geht also auch Hand in Hand mit mir. Alle klatschen. Ach, ist das süß. Also, dann wünsche ich euch noch was. Ich muss kurz durchschnaufen. Dann habe ich eine Therapiesitzung. Und dann, ihr wisst schon, was dann noch kommt. Aber ohne Kamera, ne? Ja, also, Abendessen mit zweimal Paul Pass. Sohn heißt nämlich auch so. Und beides wirklich sehr charismatische, jetzt hätte ich beinahe gesagt, junge Männer. Also, ein älterer Mann und ein junger Mann. Aber beide geistig, psychologisch gesehen, also ich kann von beiden was lernen. Ich weiß nicht, ob die auch was von mir mitnehmen können, aber ich kann auf alle Fälle von beiden was lernen. Von euch lerne ich auch immer wieder was. Ich hoffe, ihr könnt auch was rausziehen aus diesem Kanal, was positiv sich auf euer Leben auswirkt. Freue mich auf euch, bis zum nächsten Mal und bis gleich, meine Lieben. Tschüss, bis gleich.